So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer nächsten öffentlichen Anhörung begrüßen, anlässlich des 13. Berichts der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik im Berichtszeitraum 1. Oktober 2016 bis 30. September 2018. Und möchte zunächst natürlich unsere Hauptakteure dieser Anhörung, nämlich unsere geladenen Sachverständigen, begrüßen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst Herrn Markus Beko, den Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International. Herzlich willkommen. Ulrich Delius, ein häufig gesehener Gast bei uns in der Anhörung, Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker. Herrn Rainer Dopp, Vorsitzender der Länderkommission der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Herzlich willkommen. Frau Dr. Monika Hauser, Vorstandsvorsitzende von Medica Mondial e.V. Schön, dass Sie bei uns sind. Professor Dr. Michael Krennerich, Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des Nürnberger Menschenrechtszentrums. Dann haben wir Herrn Dr. Michael Ley, Privatdozent für Politologie sowie Professor Emeritus am und ehemaliger Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte in Wien. Und last but not least Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind und mit uns über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung diskutieren wollen und vielleicht auch mögliche Anmerkungen und Kritik und Dinge, die wir verändern können bzw. die Bundesregierung verändern kann, für die kommenden Berichtszeiträume aufnehmen. Außerdem möchte ich ganz herzlich alle Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hier begrüßen, sowie Abgeordnete anderer Ausschüsse, die möglicherweise auch noch zu uns stoßen. Denn die öffentliche Anhörung wird natürlich an alle Abgeordneten der Ausschüsse gesandt. Natürlich begrüßen wir auch, es ist eine öffentliche Anhörung, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Und der Ausschuss, nur dass Sie Bescheid wissen, hat bereits in der vergangenen Legislaturperiode am Ende der Wahlperiode eine öffentliche Anhörung zum 12. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik für den Zeitraum damals 2014 bis 2016 durchgeführt und entsprechend einen Entschließungsantrag verabschiedet. Wir wollen gemäß auch so versuchen zu verfahren, und deswegen ist der vorliegende 13. Bericht, über den wir heute diskutieren wollen, ebenfalls ein Auftrag des Deutschen Bundestages an die Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik sowohl in den auswärtigen Beziehungen als aber auch in anderen Politikbereichen zu berichten. Den Berichtszeitraum hatte ich genannt, von 2016 Oktober bis 2018 September. Und er zeigt ganz klar und deutlich, das haben wir auch schon in der Debatte im Deutschen Bundestag gesehen, wie sehr Menschenrechte eine Querschnittsaufgabe sind und in ganz verschiedene Politikfelder hineinwirken. Und dies entspricht auch dem Auftrag des Deutschen Bundestages, die Menschenrechte nach Maßgabe des Artikel 1 des Grundgesetzes in allen Aspekten staatlichen Handelns zu reflektieren und zu schützen. Ich möchte Sie darüber hinaus, bevor wir jetzt starten, auf den öffentlichen Charakter dieser Sitzung hinweisen. Sie wird aufgezeichnet und live auch im Parlamentsfernsehen ausgestrahlt. Wer Interesse daran hat, kann auch später noch auf der Website des Bundestages noch einmal hineinschauen. Dann muss ich das Einverständnis von Ihnen einholen, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse Rede- und Fragerecht haben und dass wir ein Wortprotokoll, wie bei öffentlichen Anhörungen immer erfolgt, angefertigt wird. Ich höre dazu keinen Widerspruch, dann können wir so verfahren. Noch einmal für Sie alle der Hinweis, dass die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen uns Ausschussmitgliedern und den anderen geladenen Ausschüssen vorab zugegangen sind. Und sofern die Sachverständigen zugestimmt haben, werden diese Stellungnahmen auch im Nachhinein im Internet veröffentlicht. Vor dem Sitzungssaal finden Sie zudem noch Lebensläufe und die Tagesordnung unserer Anhörung heute. Jetzt noch kurz zum Ablauf der Anhörung. Die Kollegen kennen das alle schon. Wir haben uns im vergangenen Oktober auf ein Verfahren geeinigt, das zunächst Eingangsstatements von Ihnen als Sachverständigen von bis zu 5 Minuten, oben ist eine Uhr, die die Zeit runterzählt, vorsieht. Die Statements, den Statements angeschlossen, kommt dann eine erste Fraktionsrunde, bei denen die Kolleginnen und Kollegen in einer festgelegten Reihenfolge von uns Fragen an bis zu zwei Sachverständige stellen können, und das Ganze innerhalb von 2 Minuten. Betonung liegt auf 2 Minuten. Und dann
werden Sie direkt adressiert und haben dann bis zu 4 Minuten für die Antwort. Das wird aber oben auch eingeblendet und ich weise Sie höflich aber bestimmt darauf hin, wenn Ihre Zeit zu Ende ist. Genau. Ansonsten würde ich die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, wenn Sie Fotos machen wollen, sind Sie herzlich willkommen, aber vielleicht zu Beginn und dann haben wir noch ein bisschen mehr Ruhe hier unten. Ansonsten wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Anhörung und ich würde Herrn Beko, sofern Sie fertig, startklar sind, um Ihr 5-Minuten-Statement bitten. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte ZuhörerInnen. Vielen Dank. Amnesty International bedankt sich für die Gelegenheit, heute hier als Sachverständige Stellung zu nehmen. Der Menschenrechtsbericht der Bundesregierung beschreibt wichtige wie auch vielfältige Politik- und Themenbereiche. Er tut dies bewährt strukturiert und übersichtlich eingebettet in den Kontext der internationalen Ordnung und auch der bestehenden nationalen, regionalen und internationalen Menschenrechtsschutzsysteme. Und er verdeutlicht erneut, dass der Menschenrechtsschutz ein Querschnittsthema aller deutschen Politikbereiche ist und sein muss. Und das ist gut so. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich das Fortbestehen dieses Berichtes. Für die Weiterentwicklung möchten wir 4 grundlegende Punkte kritisch würdigen. Erstens, es fehlt eine allgemeine bereichsübergreifende Trendbeschreibung sowie darauf aufbauend die übergeordnete Bewertung der aus Sicht der Bundesregierung entscheidenden Handlungsfelder. Einschneidende Ereignisse der Berichtsperiode verdienen aus unserer Sicht eine übergeordnete Analyse, die politische Einordnung und eine Beschreibung der vorgenommenen und angedachten Reaktionen. Zu derartigen übergeordneten Trends gehören sicherlich der Versuch der Schwächung der internationalen Ordnung und damit beispielsweise auch die Frage nach einer zuverlässigen zukünftigen Finanzierung der internationalen Institutionen. Oder auch die weltweiten Angriffe auf den Gleichheitsgrundsatz in ganz vielfältiger Form, aber mit dem halt gemeinsamen Betreiben von Ausgrenzung und Entmenschlichung. Oder aber auch das Aufflammen der Universalitäts- und Souveränitätsdebatten und ein alternatives chinesisches vermeintliches Menschenrechtsnarrativ, Stichwort hier Systemwettbewerb, wie auch die massiven systematischen Einschränkungen von Zivilgesellschaft und die Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern ja auch in Europa. Ein Kapitel mit einem solchen übergeordneten Betrachtungsrahmen sollte klar herausstellen, welche großen menschenrechtspolitischen Herausforderungen anstanden, wie grundsätzlich darauf reagiert wurde und weiter reagiert wird. Zweitens. Der Bericht lässt aus unserer Sicht an verschiedenen Stellen den nötigen, differenzierten und dabei auch selbstkritischen Blick vermissen. Um nur 2 Beispiele zu nennen, der Umgang mit rassistischen Straftaten und rassistischer Gewalt in Deutschland oder die Auswirkungen der Kooperationen in der Migrationspolitik mit der Türkei oder Transitländern wie Libyen, Sudan oder dem Niger. Es ist wichtig, die erreichte Umsetzung der menschenrechtlichen Verpflichtungen zu würdigen, aber insbesondere im Bereich der direkten eigenen Verantwortung der Bundesregierung halten wir es für essentiell, die selbstkritische Problemanalyse sowie auch die Darlegung konkreter Beiträge der eigenen Politik auszubauen. Drittens. Bei der Beschreibung der zahlreichen Länderkontexte ist kritisch anzumerken, dass unter anderem die EU-Mitgliedstaaten nicht in den Blick genommen werden, obwohl a. etliche Defizite vorherrschen und b. auf diese Deutschland durchaus konstruktiv einwirkt, wie beispielsweise im Rahmen der laufenden Artikel 7-Verfahren von Ungarn und Polen. Wenn die Bundesregierung glaubt, dass die Berichtslegung durch die Europäische Grundrechteagentur sowie Europarat und OSZE-Gremien ausreichend ist, so sollte der Bericht doch zumindest den identifizierten Handlungsbedarf und die entsprechenden Maßnahmen der deutschen Politik eindeutiger darlegen und kritisch würdigen. Amnesty schließt sich wiederholten Forderungen, zuletzt auch des Bundestages, an, dass sogenannte befreundete Staaten nicht ausgenommen werden sollten. Das halten wir gerade im Hinblick auf eine sachbezogene, am internationalen Recht ausgerichtete Politik und die Stärkung der regelbasierten Ordnung für unerlässlich und auch für eine Glaubwürdigkeitsfrage. Viertens. Amnesty begrüßt den Anspruch der Bundesregierung, auch unterstrichen mit der Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat, der Kandidatur für den UN-Menschenrechtsrat und der anstehenden EU-Ratspräsidentschaft, eine aktive Rolle für den Menschenrechtsschutz und die Stärkung der internationalen Ordnung einzunehmen. Die Initiativen und Impulse
dürfen sich dabei aber nicht alleine auf eine Stärkung des Multilateralismus beziehen, sondern es wird ein selbstbewusstes, bestimmtes Eintreten für die Regelkonformität brauchen, gegebenenfalls auch in neuen Allianzen und nicht ohne politischen und ökonomischen Preis. Dies wird umso deutlicher mit den beiden großen Zukunftsfragen im Blick. Es gilt die moderne digitale Gesellschaft und Weltordnung, aber auch den Klimaschutz menschenrechtskonform neu zu denken und zu gestalten. Abschließend möchte ich anmerken, dass es bei der Erstellung des Berichts, aber insbesondere bei der Formulierung und Neuauflage des Aktionsplans die Einbindung der Zivilgesellschaft wichtig bleibt. Wir verbinden damit auch die Hoffnung, dass eine stärkere Partizipation dazu beitragen kann, diesen wichtigen Bericht mehr in die Mitte von Politik und Gesellschaft zu bringen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Beko. Als Nächster hat 5 Minuten das Wort Herr Delius. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, der Menschenrechtsbericht betont, dass die Spielräume abnehmen in der Menschenrechtsarbeit. Das ist ein Problem, was wir nicht nur in der Russischen Föderation oder in der Volksrepublik China beobachten, sondern auch in vielen Staaten jetzt der Europäischen Union. Wir hätten uns gewünscht, dass das in dem Bericht auch stärker zum Ausdruck gekommen wäre. Es ist wichtig, hier eben auch besonders auf dieses Ansteigen populistischer Bewegungen und ihrer Versuche, Rechtsstandards zu demontieren, Menschenrechte letztlich auch auszublenden und in gewisser Weise auch einzuschränken, darauf auch einzugehen. Wir beobachten dieses Phänomen dieser Shrinking Spaces aber auch bei vielen strategischen Partnerländern Deutschlands. Nehmen wir das Beispiel Vietnam. Vor 2 Jahren wurde hier wenige hundert Meter entfernt ein ehemals führendes Büro, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei, in Deutschland Asyl beantragt hatte, entführt. Jetzt vor wenigen Monaten, nachdem das erstmal einen großen Skandal und ja auch viele Bemühungen der Justiz hervorgebracht hatte, beobachteten wir, dass es eine Annäherung wieder zwischen Deutschland und Vietnam gibt. Der Außenminister Maas sprach kürzlich im Februar davon, dass man jetzt die Partnerschaft mit Vietnam neu justieren wolle. Manche sprechen, wenn sie von Vietnam reden, von dem Kidnapperstaat. Das ist natürlich Meinungssache, ob man das teilt. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dieser Staat hat aus diesen Erfahrungen, die Sie hier in Berlin-Mitte gemacht haben, vor 2 Jahren nicht viel gelernt, weil er jetzt noch im Januar 2019 einen ähnlichen Fall begangen hat, als ein Blogger aus Bangkok verschwand. Wir beobachten eine sehr starke Zunahme von politisch motivierten Verhaftungen in Vietnam und fragen uns in dem Zusammenhang als ein Beispiel vieler Länder, wie es um die Kohärenz deutscher Außen- und Menschenrechtspolitik eben steht, wenn man dann so ein Land trotzdem noch immer als strategisches Partnerland führt. Auch der Umgang mit Menschenrechtsverteidigerinnen in aller Welt wirft Fragen nach der Kohärenz deutscher Menschenrechts- und Außenpolitik auf. Grundsätzlich wird die Bedeutung der Zivilgesellschaft ja auch in dem Bericht sehr stark betont. Nur in der Praxis sehen wir enorm viel Spielraum für Verbesserungen noch. Nehmen wir das Beispiel Sudan. Wir haben in dieser Woche rund 60 weitere Tote zu verzeichnen gehabt im Sudan, Menschen aus der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidigerinnen, die für eine Demokratie im Sudan auf die Straße gegangen sind und brutal erschossen wurden, überwiegend. Exzessive Gewalt, jetzt gestern, das begrüßen wir natürlich, dass die deutsche Bundesregierung da auch ein bisschen eine Führungsrolle übernommen hat, indem man gesagt hat, wir wollen eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zu diesem Thema. Sudan, wie geht man dort mit Gewalt um? Wie geht man mit friedlichen Demonstranten um? Das ist natürlich sehr positiv. Nur wir schauen zurück. Vor 3 Monaten hat man uns im Auswärtigen Amt erklärt, was sind das für weltfremde Menschen, die dort Träumer, die dort auf den Straßen sind, wie können wir die unterstützen? Warum sollten wir die unterstützen? Sie gefährden die Stabilität in der Region. Heute steht man auf der anderen Seite und beklagt die Gewaltanwendung. Wir wünschten uns, dass es da einfach mehr Kohärenz geben würde und dass mehr eine Kompassnadel auch deutlich würde bei der Politik des Auswärtigen Amtes. Was ist denn letztlich wichtig? Menschenrechte oder Stabilität?
Und was bedeutet Stabilität? Ist Stabilität, ist das langfristige Stabilität, wenn man auf so ein Regime setzt? Weil man muss ja einmal zurückschauen, was haben diese Menschen erreicht im Sudan? Sie haben enorm viel bewegt. Sie haben den Sturz eines Diktators herbeigeführt, der mehrere Jahrzehnte lang sein Unwesen getrieben hat und den Tod von Millionen Menschen verursacht hatte. Und all das hat die internationale Staatengemeinschaft hat mehr oder weniger tatenlos zugeschaut, diesen schweren Menschenrechtsverletzungen. Es ist also diese Zivilgesellschaft, die unheimlich viel, der wir unheimlich viel zu verdanken haben. Und unser Appell nochmal an die Menschenrechtspolitik der deutschen Bundesregierung, inklusive eben dieses Menschenrechtsberichts, stärker den Fokus auf diese Menschenrechtsverteidigerinnen zu legen, ob es indigene Menschenrechtsverteidiger sind, Umweltverteidiger. Sie sind besonders bedroht. Und in dem Zusammenhang wäre es eben auch sehr wünschenswert, wenn der Ansatz der Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung, hatte man sich ja darauf verständigt, die ILO-Konvention 169 zu ratifizieren, wenn das auch umgesetzt würde, weil das auch bedeuten würde, dass man diese Menschenrechtsverteidiger besser schützen kann. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Delius. Als nächster hat bis zu 5 Minuten das Wort Herr Dopp. Schönen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich möchte mich, weil wir nur da als Nationalstelle zur Verhütung von Folter Erfahrungen haben, beschränken auf die Frage, die zu Römisch 3.9 genannt worden ist, nämlich inwieweit in Deutschland Anforderungen an Zwangsmaßnahmen in Gesetzgebung und Praxis im Bereich der Pflege, auch in der Behandlung von psychisch Kranken, den menschenrechtlichen Anforderungen entsprechen, beziehungsweise ob da noch Verbesserungsbedarf besteht. In der Tat, es besteht in einer Reihe von Punkten Verbesserungsbedarf, weil die vor allen Dingen die Praxis bei weitem nicht immer dem genügt, was menschenrechtliche Standards vorgeben. Nachdem im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung über Fixierungen einen neuen Markstein gesetzt hat, indem er gesagt hat, auch wenn man untergebracht ist in einer psychiatrischen Klinik, dann ist die Fixierung, jedenfalls soweit sie 30 Minuten übersteigt, etwas, was von einem Richter extra angeordnet werden muss, genehmigt werden muss. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das ist auch bereits in Gange in vielen Bundesländern, im Bund auch. Wichtig in diesem Zusammenhang ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass nicht vergessen werden darf, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass alternative Maßnahmen ergriffen werden, indem nämlich keine 5-Punkt-Fixierungen vorgenommen werden, sondern 3-Punkt-Fixierungen oder indem man abgesondert ist. Alles Maßnahmen, die auch unter Menschenrechtsgesichtspunkten bedeutsam sind. Wir haben, und das ist das, was ich eben angedeutet hatte mit den Vollzugsdefiziten, wir haben im Bereich der Polizei Arrestzellen, in denen auch fixiert wird, in einigen Bundesländern immer noch fixiert wird, obwohl auch die dort Betroffenen allesamt von sich aus sagen, das ist problematisch, weil sie nicht über das nötige Personal verfügen. Dort Fixierungen vorzunehmen ohne Sitzwache ist etwas, was nicht geht. Und es geht schon gar nicht, wenn man dann jemanden fixiert, nicht bewacht und ihm keine Möglichkeit gibt, die Alarmglocke zu erreichen. In der Allgemeinpsychiatrie sehen wir immer wieder, dass Fixierungen vorgenommen werden, ohne dass es hinreichende Begründungen dafür gibt, die jedenfalls nicht niedergelegt worden sind. Und dass dort fixiert wird ohne Sitzwache. Im Bereich der forensischen Psychiatrie, also im Maßregelverzug, sehen wir, dass es zum Teil unglaublich lange Fixierungen gibt. Da kann es zu Fixierungen kommen, die in einem Fall jedenfalls mehrere Tage, in einem Fall 803 Stunden vollzogen worden sind, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gibt, warum das gemacht wird. Das heißt, es ist nirgends irgendwo fixiert oder dargelegt, warum das erforderlich ist. Es gibt im Bereich der Forensik auch Absonderungen zum Teil in Räumen, in denen sich nur ein Bett und nur eine Toilette befindet, in dem nicht mal das Tageslicht richtig reinkommt, weil Milchglasscheiben angebracht sind. Dort wird zum Teil über sehr lange Zeiträume isoliert, ohne dass vorher genau festgelegt wird, was denn eigentlich der Hintergrund ist und was die eigentliche Idee dahinter ist, warum man es macht und warum man es unbedingt machen muss.
Ein ganz großer Bereich ist die stationäre Altenpflege. Da gibt es Defizite insofern, als manche freiheitsbeschränkende Maßnahmen als solche von den Beteiligten überhaupt gar nicht erkannt werden als freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Da gibt es beispielsweise gerade in Bezug auf demenziell veränderte Personen Zahlenschlösser, die man bedienen muss, um das Gelände zu verlassen. Das kann ein dementer Mensch aber nicht. Es gibt Einrichtungen, in denen die Ausgangstüren mit Fototapete beklebt worden sind, sodass jeder Demente denkt, da kann man nicht raus. Insofern auch eine freiheitsbeschränkende Maßnahme, die als solche nicht erkannt wird. Was aber auch in diesem Bereich eine nicht ganz untergeordnete Rolle spielt, ist die Tatsache, dass manche richterliche Entscheidungen einen Juristen jedenfalls ins Grübeln bringen. Beispielsweise, wenn ein Gericht eine Einrichtung auffordert, keine Anträge zu stellen, wenn Bettgitter hochgezogen werden sollen, weil diese Bettgitter nur dazu dienten, dass man ja nicht rausfalle und im Übrigen die Person bewegungsunfähig sei. Das reicht aber für eine solche Maßnahme überhaupt nicht aus. Das Fazit ist, es wird den Anforderungen unvollkommen entsprochen. Das beruht zu einem guten Teil auf mangelnder Aufsicht durch die Aufsichtsbehörden. Da müsste genauer hingeguckt werden. Die Aufsichtsbehörden müssten ihre Aufgaben besser wahrnehmen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Dopp. Frau Dr. Hauser, Sie haben dann das Wort. 5 Minuten. Geehrte Abgeordnete, jeden dritten Tag ermordet ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Jeden dritten Tag. Über 11.000 Fälle von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungs werden hierzulande jährlich zur Anzeige gebracht. 3/4 der Opfer sind Mädchen. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Die WHO schätzt gar für die Bundesrepublik, dass 1 Million Minderjährige pro Jahr betroffen sind. Und jedes Jahr erleben Hunderttausende Frauen und Mädchen sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten. Sie wird auch oft als strategisches Mittel der Kriegsführung eingesetzt. Diese Zahlen zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit epidemisches Ausmaß hat. Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird sowohl in Kriegs- als auch in sogenannten Friedenszeiten verübt, ungeachtet der Religionszugehörigkeit der Täter. Doch wie sollen Frauen und Mädchen in Frieden leben und ihre Potenziale entfalten, wenn sie geschlagen, vergewaltigt oder gar getötet werden? Die allgemeine Empörung darüber hält sich zumeist in Grenzen. Einzelfälle werden medial skandalisiert, politisch instrumentalisiert und geraten dann aber wieder schnell in Vergessenheit. Eine kritische Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Ursachen patriarchaler Gewalt findet kaum statt. Konsequentes politisches Handeln bleibt oft aus. Ein Beispiel hierfür ist die skandalöse Unterfinanzierung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen in Deutschland. Die Bundesregierung bekennt sich in ihrem 13. Menschenrechtsbericht zur Bekämpfung von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt im In- und Ausland. Sie führt eine Reihe von konkreten Maßnahmen auf, die dazu beitragen sollen, diese Gewalt zu überwinden. Da der Bericht jedoch vornehmlich deskriptiven Charakter hat, lässt dieser nur wenig Schlüsse über die tatsächliche Wirkung der Maßnahmen zu. Der Bericht zeigt aber vor allem auf, dass die Bundesregierung auf diesem Gebiet keine kohärente Politik gestaltet. Es ist zweifelsohne zu begrüßen, dass die Bundesregierung die Bekämpfung von sexualisierter Kriegsgewalt auf ihre politische Agenda gesetzt hat. Mit dem Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Resolution 1325 beschreibt sie ihr Engagement im Themenfeld Frauen, Frieden und Sicherheit. Um hier Fortschritte zu erzielen, muss die Bundesregierung aber auch ihr eigenes Handeln kritisch auf den Prüfstand stellen und eine kohärente Politik gestalten. Ein Beispiel für den Mangel an Politikkohärenz ist die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Im Zeitraum von 2013 bis 2017 war Deutschland der 4. Rüstungsexporteur weltweit. Die Bundesregierung genehmigt Rüstungsgüter an Staaten, die direkt oder indirekt an bewaffneten Konflikten beteiligt sind und in denen die Rechte von Frauen und Mädchen massiv verletzt werden, so zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Politik trägt dazu bei, dass Konflikte verschärft und Frauen und Mädchen Opfer von sexualisierter Kriegsgewalt werden. Eine menschenrechtsbasierte und geschlechtergerechte Politik ist mit solchen Rüstungsexporten nicht vereinbar. Diese Exporte müssen dauerhaft eingestellt werden. Augenscheinlich wird der Mangel an kohärentem Regierungshandeln auch in der deutschen Asylpolitik und hier zum Beispiel bei der Einstufung von sogenannten Herkunftsstaaten, sicheren Herkunftsstaaten.
Wie im Falle des Kosovos deutlich wird, stellt Gewalt gegen Frauen für die Bundesregierung kein Kriterium dar, wenn es darum geht, zu bewerten, ob ein Land sicher ist oder nicht. Die Folge ist, dass Frauen in Länder abgeschoben werden, in denen sie bereits sexualisierte Kriegsgewalt oder häusliche Gewalt erlebt haben, weiterhin davon bedroht sind und selten adäquate Unterstützung erfahren. Diese Politik setzt die Bundesregierung auf europäischer Ebene durch sogenannte Migrationspartnerschaften mit frauenverachtenden Regimes fort und nimmt dort zumindest billigend in Kauf, dass Frauen und Mädchen in diesen Partnerstaaten mit hoher Wahrscheinlichkeit erneuter massiver Gewalt ausgesetzt sind. Eine Chance, aufgrund geschlechtsspezifischer Gewalt in Deutschland einen sicheren Aufenthaltsstatus zu erhalten, was rechtlich ja möglich wäre, haben in der Praxis nur sehr wenige Frauen. Zu diesem Missstand trägt auch die immer noch fehlende unabhängige flächendeckende Asylverfahrensberatung bei, die laut Koalitionsvertrag eingeführt werden sollte. Medica Mundiale engagiert sich seit über 25 Jahren für Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten überlebt haben. Wir bieten Betroffenen ganzheitliche Unterstützung an und kämpfen für ihre Rechte gemeinsam mit lokalen Aktivistinnen. So haben sich beispielsweise unsere Partnerinnen in Bosnien und Herzegowina und im Kosovo erfolgreich dafür eingesetzt, dass Überlebende sexualisierter Gewalt per Gesetz als zivile Opfer des Krieges anerkannt werden. Solche Erfolge brauchen das Engagement von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Daher wende ich mich abschließend sowohl an die Bundesregierung als auch an Sie als Abgeordnete. Der Stellungnahme von Medica Mundiale zu dieser Ausschusssitzung können eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen für die deutsche Innen- und Außenpolitik entnommen werden. Übernehmen Sie Verantwortung und handeln Sie konsequent, um die Gewalt gegen Frauen und Mädchen endlich zu beenden. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort Professor Dr. Krennerich. Und Frau Dr. Hauser, würden Sie Ihr Mikrofon noch ausstellen? Haben wir keine Rückkopplung. Perfekt, danke. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Meine schriftliche Stellungnahme habe ich mit dem Titel überschrieben Menschenrechtspolitik in unsicheren Zeiten. Und tatsächlich scheint vieles, was in der Menschenrechtspolitik einst gesetzt war, heute nicht mehr selbstverständlich zu sein. Zu den verstörenden Entwicklungen jüngeren Datums gehören sicherlich der Austritt der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat und die Unterfinanzierung internationaler Menschenrechtsinstitutionen. Ebenso das weltweite Erstarken von Populisten und Autokraten, die sich geradezu damit brüsten, sich nicht mehr um die universellen Menschenrechte zu scheren. Sogar mitten in Europa haben sich unter dem Stichwort illiberaler Demokratien wieder autoritäre Herrschaftspraktiken etabliert. Und mittels Hetzkampagnen und Fake News wird zudem innerhalb und möglicherweise bald auch zwischen den Staaten in Europa ein Klima erzeugt, das der Achtung der Menschenrechte abträglich ist und auch jederzeit in Gewalt umschlagen kann. Wer hätte dies Anfang dieses Jahrtausends gedacht? In solch unsicheren Zeiten erwartet man von einer Menschenrechtspolitik nicht nur ein deutliches Bekenntnis zu den Menschenrechten, sondern auch eine überzeugende Strategie, wie die Menschenrechte auch und gerade gegen Widerstände geachtet und gefördert werden können. Der Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik ist daran gemessen enttäuschend. Der Bericht ist eher ein Ausdruck von einem Business as usual, einem Beschreiben und Fortschreiben von Maßnahmen, die sich in der menschenrechtspolitischen Alltagsroutine durchaus bewährt haben. Aus dem Bericht lässt sich aber nicht herauslesen, dass Demokratie und Menschenrechte inzwischen selbst in Europa auf dem Spiel stehen, zumal der Länderteil wieder einmal problematische Entwicklungen in Nordamerika und den EU-Mitgliedstaaten gezielt ausblendet. Wir alle sollten die Bundesregierung ermutigen, sich gerade in unsicheren Zeiten noch weit stärker für die Menschenrechte einzusetzen. Es gilt, die Menschenrechtsstandards hochzuhalten, selbst wenn wir damit im Einzelfall wenig bewirken können. Denn die Standards selbst sind in Gefahr. Und die Institutionen, die diese schützen, und auch die Zivilgesellschaft, die sich für die Menschenrechte einsetzt. Eine Randbemerkung. Demokratie und Menschenrechte brauchen eine sich einmischende Zivilgesellschaft. Die Mitwirkung an der politischen Willensbildung darf nicht die Gemeinnützigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen gefährden. Die Tatsache, dass hierzulande selbst die Förderung der Menschenrechte nicht als ein eigenständiger Zweck im verstaubten Gemeinnützigkeitsrecht auftaucht, ist dringend zu beheben.
Damit sich die Bundesregierung glaubhaft für die Menschenrechte einsetzen kann, muss sie dies freilich selbst sorgsam achten. Egal, ob es um Außenwirtschaftspolitik und Rüstungsexporte geht, egal oder ob es um Flüchtlingspolitik und Migrationssteuerung geht oder auch um die sozialen Probleme innerhalb Deutschlands. Letztere führen mich dazu, nochmals die Bedeutung von sozialen Menschenrechten hervorzuheben. Obwohl die Unteilbarkeit der Menschenrechte inzwischen weithin anerkannt ist, stoßen die sozialen Menschenrechte hierzulande vielfach noch auf Unverständnis. In Gesprächen, auch mit Abgeordneten, merke ich immer wieder, dass es in vielen noch immer schwerfällt, den Inhalt der einzelnen sozialen Menschenrechten und der sich daraus ergebenden Achtung, Schutz und Gewährleistungspflichten angemessen zu bestimmen. Vielen erschließt sich zwar die Brisanz der Thematik in Bezug auf Entwicklungsländer, aber in Bezug auf Deutschland, helfen uns da die sozialen Menschenrechte weiter? Ja, durchaus. Denn aus der spezifischen Sicht der sozialen Menschenrechte lassen sich Schutzlücken, Problemlagen und Handlungsbedarf selbst in einem ausgebauten Sozialstaat aufzeigen, wie er in Deutschland besteht. Dabei geht es nicht nur darum, Menschenrechtsverletzungen möglichst medienwirksam anzuprangern, sondern es geht darum, die sozialen Menschenrechte möglichst umfassend zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Denn das sollte unser Anspruch sein. In diesem Sinne sollten wir auch über parteipolitische Grenzen hinweg anerkennen, dass Maßnahmen gegen Kinderarmut, gegen Wohnungsnot oder gegen den Pflegenotstand auch menschenrechtlich gefordert sind. Und wir sollten uns auch die diesbezügliche Kritik internationaler Menschenrechtsinstitutionen stellen und deren Empfehlungen, soweit sie sinnvoll sind, beherzigen. In diesem Sinne ist auch die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum UN-Sozialpakt, das ein Beschwerdeverfahren vorsieht, längst überfällig. Vielen Dank, ich freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort 5 Minuten Dr. Ley. Ja. Der Bericht der Bundesregierung verweist auf den im Dezember 2018 geschlossenen globalen Pakt für Migration und charakterisiert diesen als Baustein einer umfassenden Migrationspolitik. Und ich glaube, das ist bisher zu wenig bedacht worden, was das in der Konsequenz heißen könnte. In der Konsequenz könnte das bedeuten, dass letztlich über die UNO, EU und andere Institutionen gleichsam Migration zum Menschenrecht wird. Was auf den ersten Blick sehr, sehr freundlich und sehr human klingt, hat in der Konsequenz bedenkliche Folgen, weil Migration als Menschenrecht würde bedeuten, wir haben nur noch offene Grenzen, wir können kein Asylrecht mehr haben im bewährten Sinne und wir können Migration nicht mehr steuern. Frau Merkel hat das bei ihrer Rede vor kurzem an der Harvard University noch mal bekräftigt, dass sie eine Welt haben will, wo man unbegrenzt im Grunde genommen migrieren kann. Das heißt, das ist die Grundidee einer neuen Weltordnung, die eben Migration als Menschenrecht fordert. In der Praxis bedeutet das für Europa und insbesondere für westeuropäische Gesellschaften, dass wir mit einer zunehmenden Islamisierung konfrontiert sind. Ich darf ganz kurz den Autor Hamad Abdel Samad zitieren. Er schreibt: Junge Muslime, die vor Armut und Terrorismus flüchten, werden auch die Konflikte ihrer Heimatländer mit nach Europa tragen. Europa stellt für sie zwar eine Hoffnung in der Krise dar, doch befreien können sie sich nicht von alten Weltbildern. Sie werden in einen Kontinent einwandern, den sie innerlich verachten und für ihre Misere verantwortlich machen. Also Europa steht mit dieser bedrohenden neuen Migrationspolitik vor einer unumstößlichen Veränderung. Die Islamisierung wie vieler Staaten Europa wird fortschreiten. Parallelgesellschaften werden entstehen. Mit Parallelgesellschaften entstehen Gegengesellschaften. Und somit wird auch
die bestehende Gesellschaft in ihrer Rechtsstaatlichkeit und ihrer Demokratiefähigkeit gefährdet. Grundsätzlich bedeutet Islamisierung, dass Demokratie und Rechtsstaat gefährdet sind, weil Islam ist mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar. Und das muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Mit dieser Form einer verstärkten Islamisierung, die wir insbesondere seit 2015 haben, werden wir die Gesellschaften grundsätzlich verändern. Wir werden gemischte Rechtssysteme bekommen. Wir werden mit Formen eines Scharia-Rechts konfrontiert sein, die den alten Rechtsstaat nachträglich verändern werden. Kurz ausgesprochen, wir sind in westeuropäischen Gesellschaften mit einer Libanonisierung der Gesellschaften konfrontiert. Und ich bringe uns vielleicht ein Beispiel, wie negativ durch islamische Migration sich unsere Gesellschaften verändern, ist der zunehmende neue Antisemitismus, der gerne auf die rechte Seite geschoben wird. Leider ist er nicht auf der rechten Seite zu verorten. Der neue Antisemitismus ist leider bedingt durch die islamische Einwanderung. Und abschließend darf ich, hat schon vor 1974 der Präsident, der algerische Präsident Boumediene vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen Folgendes gesagt, ich wiederhole 1974. Kommen Sie gleich zum Schluss, bitte. Eines Tages werden Millionen von Menschen die südliche Hemisphäre verlassen, um in die nördliche zu wandern. Und sie werden nicht als Freunde kommen, sondern als Eroberer. Und sie werden mit ihren Kindern erobern. Die Bäuche unserer Frauen werden uns den Sieg verschaffen. Der algerische Präsident Boumediene 1974. Kommen Sie bitte zum Schluss. Leider hat dieser Herr, oder scheint dieser Herr Dr. Leib, Recht zu Ihre behalten. Zeit ist abgelaufen. Danke. Vielen Dank. Herr Mier, Sie haben das Wort für 5 Minuten. Herzlichen Dank für die Einladung aus Sicht von Report ohne Grenzen, auch als Sachverständiger zum 13. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung Stellung zu nehmen. In den nächsten 5 Minuten konzentriere ich mich im Wesentlichen auf die Lage der Menschenrechte in China und wie das auch in dem Bericht vorkommt und transnationale Repressionsstrategien und verweise ansonsten auf die ausführlichere schriftliche Stellungnahme. Neben offensichtlichen Problemländern wie Turkmenistan, Nordkorea und Eritrea, den Schlusslichtern unserer Rangliste der Pressefreiheit, beunruhigt uns die Entwicklung der Pressefreiheit in Staaten wie China, Iran, Russland und auch Vietnam vor allem deshalb, weil sie ihre ohnehin schon weitreichende Unterdrückung der Medien- und Meinungsfreiheit zum einen weiter forcieren, zum anderen aber auch als Trendsetter für weitere Staaten fungieren. Besonders deutlich ist dieser negative Entwicklungstrend bei der Unterdrückung der Internetfreiheit. China hat unter Staats- und Parteichef Xi Jinping seine staatliche Überwachung und Zensur des Internets mit neuen Gesetzen sowie hochentwickelte IT-Technik so weit ausgebaut, dass die Behörden unerwünschte Themen inzwischen meist im Keim ersticken können und journalistische Arbeit ohne permanente digitale Überwachung so gut wie unmöglich machen. Zum Beispiel müssen internationale IT-Konzerne in China seit einigen Monaten Daten chinesischer Kundinnen und Kunden auf Servern im Inland speichern, sodass chinesische Behörden darauf zugreifen können. Russland führte eine ähnliche Vorschrift schon vor einigen Jahren ein. China exportiert seine repressive Gesetzgebung aktiv in Nachbarländer wie Vietnam und Kambodscha. Russland wiederum fungiert bei der digitalen Überwachung als Trendsetter für die ehemals sowjetischen Staaten Zentralasiens. Gerade Chinas repressive Medienpolitik hat längst noch weiterreichende Ambitionen. Mit einer umfassenden internationalen Medienstrategie will China ein alternatives Menschenrechtsnarrativ international salonfähig machen, das die Universalität der Menschenrechte grundsätzlich verneint. Dazu verfolgt die chinesische Regierung das langfristige mit jährlich 1,3 Milliarden Euro unterlegte Projekt einer neuen Weltordnung der Medien, die oft weniger bekannt ist als die neue Seidenstraßenstrategie.
Strategie. China baut seine Auslandsmedien massiv aus, kauft Anteile an Medien in anderen Ländern und versucht, tausende Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt zu pro-chinesischen Multiplikatoren auszubilden. Im Übrigen habe ich vor kurzem auch gelernt, dass Saudi-Arabien ganz nach dem chinesischen Vorbild künftige ähnliche Medienpläne verfolgen möchte. Auch alternative internationale Diskussionsforen wie die jährliche World Internet Conference in Wuhan sollen helfen, Chinas repressive Vision von Cybersouveränität international salonfähig zu machen. Dieses Konzept würde den Regierungen eine zentrale Rolle bei der Internetregulierung geben und damit die bisherige dezentrale Regulierung des Internets auf den Kopf stellen. Die Bundesregierung sollte aus unserer Sicht solchen chinesischen Bestrebungen auf internationaler Ebene konsequent entgegentreten und sich vor allen Dingen allen Versuchen entgegenstellen, etablierte Internet-Governance-Prozesse zu marginalisieren. Dies gilt umso mehr angesichts finanzieller Engpässe bei UN-Organen, die bereits drohen, die Arbeit von UN-Ausschüssen zur Überwachung bestimmter Menschenrechtsabkommen einzuschränken. Die Bundesregierung sollte aus unserer Sicht Internetregulierung auch als ein menschenrechtliches Querschnittsthema sehr viel stärker verstehen, als das im Moment ist. Es war in der Vergangenheit schon mal besser, muss man sagen. Und die Bundesregierung sollte sich auf dem Gebiet der Internetregulierung auch klar gegen China positionieren und sich für den Erhalt eines offenen, auf einen gleichberechtigten Dialog aller Akteure basierenden Multi-Stakeholder-Ansatzes stark machen. Eine wichtige Gelegenheit dazu bietet das Internet Governance Forum der UNO im November dieses Jahr in Berlin. Ein weiterer besorgniserregender Trend ist, dass die Pressefreiheit zunehmend auch in Ländern gefährdet ist, die bislang als gefestigte Demokratien galten, zum Beispiel in den USA, in den EU-Mitgliedern Ungarn, Polen, Italien, Österreich oder auch im EU-Beitrittskandidaten Serbien. Deswegen finden wir es zumindest befremdlich bei Report ohne Grenzen, dass sowohl die USA und angesichts von Journalisten Morden in der Slowakei und Malta, die EU-Länder weiterhin komplett ausgeklammert werden in dem Bericht. Immer wieder ist innerhalb der Bundesregierung aus unserer Sicht leider auch eine Art öffentliche Aufgabenteilung zu beobachten. Das Bundeswirtschaftsministerium konzentriert sich dabei auf ein positives Klima für Wirtschaft und Handel und überlässt die öffentliche Kritik an Menschenrechtsverletzungen dem Auswärtigen Amt. Das heißt nicht, dass Kritik hinter den Kulissen nicht auch wichtig ist, aber öffentlicher Druck ist, glaube ich, schon auch immer nicht zu unterschätzen. Eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik sollte aber über Ressortgrenzen hinweg kohärenter sein. Beiträge dazu wären etwa die Einsetzung einer oder eines Menschenrechtsbeauftragten in jedem Bundesministerium sowie eine stärkere Stellung der Menschenrechtsbeauftragten in der Bundesregierung. Ein letzter Gedanke: In einzelnen Bereichen trägt deutsche Politik aktiv selbst dazu bei, die Freiräume von Zivilgesellschaft in anderen Ländern zu verengen. Ein solcher Fall ist das 2017 verabschiedete BND-Gesetz. Es erlaubt dem deutschen Auslandsgeheimnis, die gesamte Kommunikation von Journalistinnen und Journalisten oder ganzen Redaktionen im außereuropäischen Ausland schrankenlos zu überwachen und so das Menschenrecht auf Privatsphäre und den journalistischen Quellenschutz zu verletzen. Autoritär regierte Staaten registrieren solche Gesetze mit großer Genugtuung. Danke. Herzlichen Dank, Herr Mier. Wir sind am Ende der Eingangsstatements von Ihnen als Sachverständigen und starten in die erste Fraktionsrunde. Für Sie noch einmal zur Info: Alle Fraktionskollegen stellen ihre Fragen an bis zu zwei Sachverständige und ich rufe Sie danach wieder direkt auf, wenn Sie eine Frage gestellt bekommen haben. Und dann haben Sie 4 Minuten für die Beantwortung. Herr Brandt hat zunächst das Wort. Ja, herzlichen Dank an die Sachverständigen von Seiten der CDU-CSU. Ich möchte insbesondere den NGOs für ihre Arbeit danken, auch für eine zahlreiche Hinweise, die heute gegeben worden sind, auch über strukturelle Änderungen im Menschenrechtsbericht. Er ist ja sozusagen, hat einen Zeitraum bis September 2018, aber Herr Beko, Ihren Hinweis, dass man vielleicht oder ganz sicher vielleicht auch strategische Schwerpunktsetzungen, Sie haben das Stichwort Systemwettbewerb zum Beispiel angemeldet, dass das zum Beispiel auch stattfinden kann, obwohl der Zeitraum abgelaufen ist, halte ich für einen ganz wichtigen Hinweis. Ich möchte, bevor ich meine zwei Fragen stelle, wir sind ja hier in der öffentlichen Anhörung, 3 Dinge sehr klarstellen. Denn die Fake News haben ja auch mittlerweile vor dem Menschenrechtsausschuss keinen Halt mehr. Herr Dr. Ley, deswegen möchte ich für die CDU-CSU-Fraktion sehr klar festhalten, dass Ihre Äußerungen zu den angeblichen Aussagen der Bundeskanzlerin Havert schlicht Fake News sind. Zweitens möchte ich festhalten für die CDU-CSU, dass hier keine Religionsgemeinschaft attackiert wird in diesem Ausschuss. Das war bisher ein Konsens. Es gibt Religionsfreiheit, eines der zentralen Menschenrechte. Da schaue ich auch die AfD an, die bei der Benennung ihrer Sachverständigen überlegen sollte, ob sie diesen Stil hier so weiterführen will. Aber das ist offensichtlich auch das Ziel
dass man solche Sachverständige hier lädt. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Und ich will drittens für die CDU-CSU sehr klar zurückweisen, das, was Sie hier gesagt haben, dass es schlechten und guten Antisemitismus gibt. Antisemitismus muss man von allen Seiten bekämpfen. Das ist gelogen, Herr Brandt, was Sie da sagen. Entschuldigung, das ist gelogen. Ich verbitte mir das. Entschuldigung. Herr Brandt, Ihre Zeit ist kurz angehalten. Herr Braun, ich bestimme, wer hier wann das Wort hat. Das gehört zu den Regeln hier genauso dazu, auf die wir uns hier geeinigt haben. Herr Brandt, also erstens interpretiere ich genau das so, dass hier Antisemitismus in unterschiedlich bewertet wurde. Und ich sage für die CDU-CSU jedenfalls, für uns das eine Selbstverständlichkeit, dass er nirgends geduldet wird, egal von welcher Seite er kommt. Meine Frage zuerst an Herrn Delius. Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Eingriffe in die weltweite Internetfreiheit angesprochen. Mich interessiert, es gibt ja Ansteckungsgefahren in anderen Ländern, dass Sie das noch mal ausführen. Und zweitens, was wir tun können in Deutschland, in westlichen Demokratien, und das bezieht sich auch auf das, was Sie gesagt haben, Herr Mier, meine zweite Frage, nämlich Sie haben eben angesprochen, es war schon mal besser, der Umgang im Zusammenhang mit Internetzensur in China. Was meinen Sie damit? Und können Sie auch sehr aktuell eine Stellungnahme abgeben zum Thema Huawei, wie Sie das eigentlich sehen, unter dem Gesichtspunkt Menschenrechte, Informationsfreiheit? Danke. Dann hat zunächst bis zu 4 Minuten, wenn Sie mögen, Herr Delius das Wort. China hat eine ganz besondere Vision der Internetfreiheit, ist damit allerdings nicht alleine unter der internationalen Staatengemeinschaft, sondern hat immer mehr Unterstützer hinsichtlich dieser Vision, die nämlich davon ausgeht, dass es ein Territorialprinzip quasi geben soll, dass der Staat, in dem eine Internetnutzerin oder Nutzer lebt, letztlich auch darüber bestimmt, wie die Regeln aussitzen sehen zur Nutzung des Internets, wie die auch eingeschränkt werden kann. Es gibt da viele Staaten, die dieses Konzept sehr interessant finden, jenseits jeglicher politischer Orientierungen, ob das jetzt Vietnam ist, ob das Saudi-Arabien ist, ob das die Russische Föderation ist. Es gibt sehr, sehr viele Staaten, die diese Vision einer sehr eingeschränkten Internetfreiheit, die sozusagen staatlicher Kontrolle unterliegt, sehr attraktiv finden und auch inzwischen schon zum Teil kopiert haben und auf jeden Fall der chinesischen Argumentation auf internationalen Konferenzen folgen. Wir sehen das mit sehr, sehr großer Sorge, weil es letztlich eben bedeuten wird, dass Modelle der massiven Unterdrückung der Internetfreiheit, wie wir sie jetzt in der Volksrepublik China erleben, Herr Mier hat das ja eben auch schon dargestellt, dass die eben quasi exportiert werden weltweit und dass das dann letztlich auch dazu führen würde, dass das, was wir bislang an Konzepten von weltweiter Internetfreiheit haben, auch der Vergangenheit angehören wird. Und dass man da sehr, sehr aufmerksam sein muss von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft und der Europäischen Union, diesen Tendenzen, die bislang vor allen Dingen auf internationalen Konferenzen forciert wurden von Seiten der Volksrepublik und unterstützender Staaten, dass man denen Einhalt gebietet. Und da war sicherlich der ganze Skandal um NSA nicht hilfreich in dieser Diskussion. Wir hatten bis vor ungefähr 3-4 Jahren eine relativ klare Orientierung in der Welt, wer für Internetfreiheit einstand. Und diese ganze Diskussion um NSA hat sehr stark dazu geführt, da auch viele Glaubwürdigkeitsfragen aufzuwerfen und letztlich die Position der Staaten zu schwächen, die seit Jahren eben für eine weltweite Internetfreiheit, die unbeschränkt ist, eintreten. Herzlichen Dank. Dann hat als nächster Herr Mier das Wort, bis zu 4 Minuten. Ja, danke, Herr Brandt, für die beiden Fragen. Zu der Frage, was war schon mal besser? Darauf habe ich schon fast gewartet, weil ich das ja nicht gesagt habe, was. Aber man muss ja die Zeit kürzen. Insofern, was war schon mal besser? Ja, ich glaube, es gab sozusagen zu der menschenrechtlichen Verantwortung, auch zu der außenpolitischen Wahrnehmung des Thema Internetfreiheit, war gerade das Auswärtige Amt schon mal deutlich besser aufgestellt. Zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung, muss man ganz ehrlich sagen, da gab es schon mal einen Cyber-Sonderbeauftragten für
einen Sonderbeauftragten für Cyber-Außenpolitik, der direkt an den Außenminister berichtet hat und hat dem Thema, glaube ich, eine Priorität gegeben. Das haben wir gesehen in vielen internationalen Prozessen, wo Deutschland, glaube ich, in der Zeit ein ganz anderes Gewicht hatte, als es das heute hat. Und man hat sich da eigentlich selber verzwergt, habe ich so den Eindruck, weil es mittlerweile eine Zuständigkeit zwar für den Bereich im Auswärtigen Amt gibt, aber gleichzeitig gekoppelt mit dem Thema Vereinte Nationen. Und das ist eigentlich eine Degradierung des eigentlich wichtiger werdenden Themas. Sozusagen institutionell ist das eine Antwort auf die Frage, dass das, glaube ich, wichtig wäre, um dem Thema auch in der gesamten Bundesregierung ein anderes Gewicht wiederzugeben. Und ein zweites Thema ist, das betrifft eher die Frage Überwachungstechnik. Da hat gerade die EU-Kommission und das Europaparlament, der Handelsausschuss im Europaparlament, fraktionsübergreifend, muss man sagen, von Union bis Grüne am Ende eigentlich einen Kompromiss sozusagen erzielt, um eine viel stärker menschenrechtsbasierte Exportkontrolle von Überwachungstechnik auf EU-Ebene durchzusetzen. Und am Ende haben dann offenbar im Trilog, muss man dann leider sagen, die Bundesregierung ziemlich eingesteckt und ziemlich viel Kompromisse sozusagen gemacht, die am Ende sehr viel menschenrechtswidriger sind und letztlich den Export von Überwachungstechnik aus, gerade auch aus Deutschland, weiter in einem Umfang mehr ermöglichen. Das ist schade, weil das eigentlich im Europaparlament fraktionsübergreifend von Union bis Linke eigentlich einen Konsens gab. Das ist ein Thema. Und die Frage Huawei noch ganz kurz. Da ist, glaube ich, wichtig, es gibt ja die Debatte um Huawei und 5G, das Netz, inwiefern Huawei ausgeschlossen werden sollte von dem Zugang zu 5G-Lizenzen. Und da sehen wir vor allem die Sorge, betrachten wir vor allem mit Sorge die Diskussion, dass es im Rahmen dieser Diskussion ja auch die Forderung gibt, Messenger-Dienste zu entschlüsseln, zwar auf richterliche Anordnung und auch Nachrichten zu entschlüsseln. Und das sind doch am Ende sehr geschützte Räume, gerade für Journalistinnen und Journalisten, aber letztlich für Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger. Und das ist eine Debatte, die auch sozusagen unter dem Stichwort Effekt sehr, sehr, sehr sorgfältig beobachtet wird. Das heißt nicht natürlich, dass nicht auch Strafverfolgung im digitalen Bereich geben soll. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube, da muss man behutsam sein, welche Chilling-Effekt-Forderungen auslösen. Und das ist in erster Linie das, was uns bei der Debatte um Huawei und 5G umtreibt, wie da Dinge verknüpft werden, die aus unserer Sicht nichts miteinander zu tun haben sollten. Herzlichen Dank, Herr Mier. Dann hat als nächster der Abgeordnete Braun das Wort. 2 Minuten. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Liebe Kollegen, die Sachverständigen haben hier eine Menge an sehr interessanter Informationen bisher geboten. Also mir besonders, wie häufig auch Herr Delius, unser Stammgast hier, Herr Mier auch und Herr Beko und natürlich Herr Dr. Lai. Und wir sind ja auch hier, um neue Dinge zu erfahren und nicht nur die Wiederholung des Bestehenden. Die erste Frage, ich habe mehrere Fragen, 3 Fragen an Herrn Dr. Lai. Die erste Frage ist, was ist Ihre generelle Bewertung des Berichts der Bundesregierung? Wie sehen Sie das im Groben? Klar, kann man in wenigen Minuten natürlich nicht umfassend würdigen, aber trotzdem bitte ich drum. Zweitens, Sie sind weltweit geachtet als Fachmann für Antisemitismusfragen seit Jahrzehnten. Sie haben zum Beispiel auch mit dem allgemein sehr geschätzten Kollegen Julius H. Schöps ein Buch gemeinsam gemacht. Sie haben Dutzende von Veröffentlichungen gemacht, auch kleine Geschichte des Antisemitismus. Wie beurteilen Sie die aktuelle Entwicklung antijüdischer Stimmungen in Deutschland? Wie gewichten Sie diese? Und dann dritte Frage. Samuel Huntington mit seinem Clash of Civilizations ist vor 20 Jahren und dann darauf in aller Munde gewesen. Man hat das Gefühl, es ist jetzt zum Tabu erklärt worden, diese weitgehend eingetretenen Dinge zu behandeln. Wie sehen Sie das? Und dann eine letzte Bemerkung an den Kollegen Brandt. Ich glaube nicht, Herr Brandt, dass Sie besser beurteilen können als Herr Dr. Lai, was Antisemitismus ist und was Herr Lai gesagt hat. Herr Brandt, ich muss sagen, das ist eine unglaubliche Beleidigung, die Sie hier gemacht haben. Und das ist absolut falsch
was Sie hier auch gemacht haben. Es war der Versuch abzulenken mit selber Fake News abzulenken von unangenehmen Wahrheiten. Tut mir leid, so geht's nicht. Okay. Die Fragen, die Sie gestellt haben, gingen nur an Herrn Dr. Ley. Sie haben 4 Minuten das Wort und ich bitte Sie alle, ich schätze das schon hier ganz gut ein mit der Zeit und der Zeitüberschreitung. Also grundsätzlich begrüße ich den Bericht. Er ist in einzelnen Punkten kritisiert worden. Ich habe ihn auch kritisiert, aber natürlich sind solche, ist das ganz, ganz wichtig, so, diese Berichte. Zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich unterscheide natürlich, ich wäre wahnsinnig, wenn ich zwischen guten und schlechten Antisemitismus unterzeuge. Das wäre persönlich mein Selbstmord, aber das nur nebenbei. Wir haben in Deutschland eine Entwicklung des Antisemitismus, die wir vor 15 Jahren geglaubt haben, und das habe ich auch geglaubt vor 15 Jahren, dass wir nach und nach in Deutschland den Antisemitismus überwinden. Wir haben mittlerweile eine relativ geringe Antisemitismusrate bei der indigenen Bevölkerung. Die war vor 30 Jahren furchtbar hoch. Also mit Mühe und Not haben wir es geschafft, den Antisemitismus gemeinsam mit verschiedenen Organisationen zurückzudrängen. Heute haben wir einen neuen Antisemitismus, und den Experten dafür, der sitzt hier in Berlin. Und wir haben einen Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland bei 55%, in Österreich bei über 65%. Ja, Ruth Koppmann, Wissenschaftszentrum Berlin, Sie leben ja in Berlin, gehen Sie halt mal hin und holen sich die Ergebnisse. Das ist ganz einfach, Sie müssen nicht mal lang fahren. Das sind die relativ neuen Ergebnisse. Der islamische Antisemitismus ist 10-mal so hoch wie der indigene Antisemitismus. Und ich kenne den deutschen Antisemitismus ihrer Eltern und Großeltern. Soweit zur Situation. Also wir gehen wieder in eine Situation hinein, wo wir mit einem Antisemitismus konfrontiert sein werden, wie in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Konsequenzen kennen Sie. Soweit zum Antisemitismus in Deutschland und zum Thema guter und schlechter Antisemitismus. Und die Frage zu Huntington ist natürlich eine hervorragende Frage und die intelligenteste Frage, die ich heute gehört habe. Huntington hat vor 25 Jahren ein Buch geschrieben, The Clash of Civilization, in dem er vorausgesagt hat, dass es einen riesigen kulturellen Clash gibt zwischen den westlichen Staaten und vor allen Dingen den islamischen Staaten. Er ist gescholten worden als Reaktionär, Faschist, Islamfeind und so weiter. In allen seinen Voraussagen hat Samuel Huntington recht behalten. Was ist die Konsequenz daraus? Man spricht nicht mehr über ihn. Es wird eine Schweigespirale über ihn errichtet, weil er leider Recht behalten hat. Er hat vor 25 Jahren vor der Ideologie des Multikulturalismus gewarnt, ist ausgelacht worden, und man hat ihn gleichsam als Neorechten, wenn nicht gerade Rechtsradikalen, hingestellt. Und die politische, gesellschaftliche und globale Entwicklung hat Herrn Huntington Recht gegeben. Er hat mit allen Voraussagen Recht behalten. Die Strafe dafür ist, er wird nie mehr in den Diskursen erwähnt. So viel zu Huntington. Können Sie Ihr Mikrofon noch einmal wieder ausschalten, bitte? Gerne. Vielen Dank. Dann als nächstes schaue ich zur SPD, wer dort die Frage stellt. Herr Schwabe. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich habe gerade noch einmal nachgeguckt, wie das mit dem Antisemitismus in Deutschland ist, wenn nur 10% derjenigen der indigenen Bevölkerung sozusagen antisemitisch werden gegenüber der sozusagen muslimischen Bevölkerung, dann wären das ja 5,5%, oder? Also ich fände das toll, wenn es nicht mehr wäre. Ich fürchte fast, es sind aber mehr sozusagen. Deswegen kann das an der Stelle schon nicht stimmen. Aber ich finde, wir sollten uns vielleicht mit den anderen Sachverständigen auch stärker auseinandersetzen. Und deswegen will ich Herrn Beko fragen. Sie haben
oder im Menschenrechtsbericht der Bundesregierung wird ja auch Bezug genommen auf die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Unternehmen. Wir haben gerade eine sehr intensive Debatte und einige der sachverständigen Kollegen haben ja auch das Thema Ratifizierung UN-Zusatzprotokoll, Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt angesprochen. Ich würde Sie mal bitten, eine Bewertung vorzunehmen. Was glauben Sie, wie weit sind wir bei dem Thema menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten? Was brauchen wir noch? Wie sieht das, wie schätzen Sie den nationalen Aktionsplan und die entsprechenden Debatten darum ein? Und noch eine andere Frage. Sie beziehen sich in Ihrer Stellungnahme auf eine unstimmige Politik im Bereich der Rüstungsexporte und der Rolle von Menschenrechten bei Exportgenehmigungen. Wenn Sie vielleicht noch mal ausführen könnten, was Sie denn glauben, was jetzt eigentlich geboten wäre und was richtig wäre im Bereich der Rüstungsexporte. Und vielleicht noch eine Frage zum Thema Shrinking Space. Wenn Sie mal sagen würden, was wären eigentlich so die Maßnahmen 1, 2 und 3, die Deutschland oder die deutsche Bundesregierung ergreifen müsste, um sich diesem Thema umfassend und zügig zu stellen. Herr Bego, Sie haben das Wort. Okay. Nationaler Aktionsplan, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Unternehmen. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Amnesty International wie auch viele Teile der Zivilgesellschaft bei der Bewertung des verabschiedeten nationalen Aktionsplans enttäuscht waren, weil wir von vornherein es für wichtig erachten, dass hier wir schnell nicht nur in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene zu gesetzlich verpflichtenden Regelungen kommen. Das heißt, dass hier insbesondere auch die internationalen Bemühungen in der Treaty Group aus unserer Sicht nicht nur Unterstützung bedürfen, sondern dass es auch wichtig ist, dass hier gerade Länder mit vielen multinational agierenden Unternehmen hier auch entsprechende Zeichen setzen. Insbesondere ist aber jetzt ja hier neben der Freiwilligkeit und der fehlenden gesetzlichen Verpflichtungen, die im Übrigen ja auch zunehmend von global agierenden Unternehmen und auch national agierenden Unternehmen gefordert wird. Einige Beispiele, ja hier nur Daimler oder Tchibo oder selbst Kick im Nachgang zu den Vorfällen zu nennen. So ist insbesondere jetzt ja hier wichtig, dass wir im Monitoring-Verfahren sind. Und das fängt natürlich damit an, dass wir enttäuscht sind darüber, dass hier überhaupt der Maßstab sehr niedrig angesetzt ist, was schon ein erfolgreiches Monitoring-Ergebnis wäre mit 50%. Das halten wir keineswegs für ausreichend. Aber dass ja jetzt auch während des Verfahrens es sich gezeigt hat, dass nicht nur die Beteiligung und auch die Qualität der Rückmeldung, sondern auch der politische Konsens, was den Vorgang als solchen und auch die Zielführung zu einer mittelfristigen Verbindlichkeit angeht, hier sehr stark zu wünschen übrig lassen. Insofern ist unsere Hoffnung und Forderung, dass hier sehr schnell doch eine Einigung auch auf für gesetzlich verpflichtende Regelungen zustande kommt. Zur Rüstungsexportpolitik. Wir hatten mit Zuversicht aufgenommen, nicht nur die Bekenntnisse zu einer restriktiveren Rüstungsexportpolitik und menschenrechtskonform, sondern auch die Ausführungen im Koalitionsvertrag der Großen Koalition, insbesondere zu Waffenexporten in am jedem Konflikt beteiligten Parteien. Wir haben jetzt ja, und wir haben teilweise wurde über Kohärenz schon gesprochen, ja, entgegen der Aussagen im Koalitionsvertrag gehört, dass hier diese restriktive Politik nicht mehr, also menschenrechtskonform restriktive Rüstungsexportpolitik, doch immer wieder in Frage gestellt und auch ganz praktisch unterlaufen wird. Frau Hauser hat ja eben schon auch noch mal auf Bezüge genommen, nicht nur Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und andere Länder. Hier ist dringend notwendig, dass die Bundesregierung hier zurückkommt zu einer klaren menschenrechtskonformen Menschenrechtsexportpolitik, die sich auch an den europäischen festgelegten Positionen handelt, auch wenn Frankreich und Großbritannien hiervon abweichen, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Bundesregierung hier gerade regelbasiert Zeichen setzt und natürlich auch die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen hier respektiert. Zum Shrinking Space und drei
wichtigen Maßnahmen im Hinblick auf den Erhalt der Zivilgesellschaft und den Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Ein Stichwort natürlich die EU-Guidelines zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern. Ich glaube, es gibt hier immer wichtige, gute Impulse und Ansätze der Bundesrepublik, aber es braucht eine Verstetigung, es braucht eine Systematisierung und es wäre wünschenswert, hier auch als Impulsgeber für eine europäische Best-Practice-Initiative voranzuschreiten. Und zweitens, ich sage das jetzt noch, was es vor allen Dingen bei der Vielzahl von Einzelmaßnahmen benötigt, ist ein systematischer Ansatz, der beispielsweise auch die von Christian Mier angeführte Bedrohung durch digitale Überwachung und ähnliche Aspekte berücksichtigt, so wie wir das hier im Bericht als Querschnittsthema gesehen haben, braucht der Schutz von Menschenrechtsverteidigern und auch das Eintreten von Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit auch in der bilateralen Außenpolitik. Wir haben 40 Länder festgestellt, wir haben 40 Länder in den letzten 2 Jahren dokumentieren müssen als Amnesty International, in denen Gesetze, sogenannte NGO-Gesetze erlassen wurden. Und hier vermissen wir auch von der Bundesrepublik ein klares, konsequentes Einfordern von Verbesserungen dieser Situation in jedem Land im Einklang mit irgendwelchen anderen bilateralen Vereinbarungen. Herzlichen Dank, Herr Beko. Ich würde für die FDP-Fraktion eine Frage an Herrn Dopp stellen, vielleicht nur für diejenigen, die sich wundern, wie speziell der Sachverständigenwunsch von unserer Seite ausfiel. Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter ist ja in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden. Und Sie haben bei der Festveranstaltung auch gesagt, wie sehr der Begriff der Nationalen Stelle häufig schon für Augenrollen oder Schulterzucken oder Stirnrunzeln sorgt, weil der Begriff Folter enthalten ist. Dennoch tun Sie eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in Absprache mit den Bundesländern und der Bundesregierung, nämlich Sie achten darauf, dass Menschenwürde in freiheitsentziehenden Orten oder Orten, wo Freiheitsentzug herrschen kann und herrscht, eingehalten wird. Das heißt, Sie leisten einen Beitrag dazu, dass Einrichtungen wie Pflege, Gefängnisse, Sie haben es angesprochen, verbessert werden. Meine Frage ist, inwieweit Sie jetzt auch speziell mit dem Teil A des Berichts, also Menschenrechte in Deutschland, schon zufrieden sind oder welche Möglichkeiten Sie da sehen, vielleicht noch spezieller auf das Thema Menschenrechte, Menschenwürde in freiheitsentziehenden Maßnahmen eingeht und was vielleicht auch der nächste Bericht da noch besser hervorheben kann. Und Sie hätten jetzt das Wort für 4 Minuten. Dankeschön. Ja, in der Tat, ich bin sehr speziell auf den Bereich eingegangen, über den ich auch aus eigener Erfahrung etwas sagen kann. Unsere Erfahrungen, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, mit dem Namen sind verheerend. Vor allen Dingen, seit wir in Alten- und Pflegeheimen auftauchen, seitdem wir in Kliniken auftauchen, haben wir riesige Probleme, weil jeder dem Missverständnis unterliegt, dass wir mal gucken wollen, ob und wo dort gefoltert wird. In Wirklichkeit liegt unsere Aufgabe darin, präventiv tätig zu werden und etwas zu tun, um Folter in welcher Art auch immer zu verhindern. Dagegen könnte eigentlich niemand was haben. Aber so weit kommen die meisten nicht, sondern haben schon heftige Aversionen, wenn sie einfach nur den Begriff gehört haben. Und damit können wir vielleicht versuchen, den Bogen zu schlagen zu Ihrer Frage, inwieweit könnte das eine größere Rolle spielen. Es ist dieses, was die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter tut, etwas, was viele Jahre gebraucht hat, um es selbst bei öffentlichen Einrichtungen bekannt zu machen, weil die Frage der Menschenrechte ganz konkret im Leben von deutschen öffentlichen Unternehmungen nicht so eine große Rolle spielen. Dass es überhaupt menschenrechtliche Fragen sein könnten, die die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter zu überwachen hat, ist etwas, was sich die meisten Betroffenen gar nicht vorstellen können. Und uns wird beispielsweise immer wieder gesagt, na ja, es gibt ja, was weiß ich, wenn es um eine Justizvollzuganstalt gibt, da gibt es ja so ein Justizministerium und die sind ja für alles verantwortlich. Das ist auch richtig, dafür sind sie verantwortlich. Aber sie nehmen diese Verantwortung nicht wahr, weil sie nämlich nicht speziell unter diesem Gesichtspunkt, unter dem die nationale Stelle vorgeht, sich ansehen, wie die Verhältnisse in Justizvollzugsanstalten sind. Und in einem noch stärkeren Maße in den Bereichen, wo dann eben auch Private beteiligt sind, im Bereich Kliniken und Alten- und Pflegeheime,
Dort ist es so, dass die Aufsichtsbehörden, die es gibt, beispielsweise im Bereich der Alten- und Pflegeheime, die zuständigen Heimaufsichten, wenn man die fragt, guckt ihr auch unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten, dann sagen sie nach einigem Nachdenken, ja doch, aber sie gucken nicht wirklich hin, weil das nicht ihr Fokus ist. Sie gucken unter anderen Gesichtspunkten, ob der Laden richtig läuft, um das mal so ganz platt zu sagen. Aber was ganz konkret mit den Menschen passiert, da gucken sie eben nicht hin und sind deswegen auch immer wieder überrascht, wenn wir dann mal gemeinsam mit Heimaufsicht einen Besuch machen. Und im Bundesland Rheinland-Pfalz ist die Aufgabe der Heimaufsicht neu definiert worden. Die sind vorrangig da, damit man sie mal um Rat fragen kann. Sprich, eine Einrichtung wie ein Alten- und Pflegeheim, was möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begeht, kann da mal anrufen und zu fragen, wie sie es besser machen könnten. Das passiert natürlich unter diesem Gesichtspunkt gar nicht. Von daher, so verstehe ich Ihre Frage, etwas genauer über diesen Teil der Tätigkeit im Sinne von Menschenrechten in Deutschland schon mal was lesen zu können in dem nächsten Bericht der Bundesregierung, das würde ich außerordentlich begrüßen. Herzlichen Dank, Herr Dopp. Als nächstes stellt eine Frage die Abgeordnete Nastic. Ja, vielen Dank. Meine Fragen würde ich gerne an Herrn Krennerich stellen. Ich danke Ihnen für Ihren Bericht. Sie berichteten unter anderem und prangerten die Kinderarmut an. Da wäre meine Frage, welche Maßnahmen erachten Sie für nötig und überhaupt wirkmächtig bezüglich der Kinderarmut in Deutschland? Immerhin betrifft das mehr als 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Dann hätte ich eine Frage bezüglich des Rechts auf Wohnen. Die UN-Sonderberichterstatterin Leilani Fahad, die auch letzten Monat hier in Berlin gewesen ist, fordert eine umfassende internationale Strategie, die menschenrechtsbasiert ist, für das Menschenrecht auf Wohnen. Wie bewerten Sie das und welche Maßnahmen würden Sie für notwendig erachten, um so eine Strategie auch in Hinsicht auf die Bundesregierung umzusetzen und was wäre dafür nötig, um überhaupt das Menschenrecht auf Wohnen zu gestalten und umzusetzen? Dann eine Frage bezüglich Waffen- und Rüstungsexporten. Ich werde ein bisschen langsamer reden. Vertragen sich aus Ihrer Sicht Rüstungsexporte und Menschenrechte? Nicht zuletzt durch den Fall Khashoggi wurde dieses Thema intensiv auch öffentlich diskutiert. Und trotz dessen werden von Rüstungsunternehmen, unter anderem durch Tochterunternehmen in anderen europäischen Ländern, ich sag mal, restriktivere Maßnahmen umgangen. Können Sie dazu einiges sagen? Und vor allen Dingen, ob die Bundesregierung mit ihrer Rüstungs- und Exportpolitik unter anderem vielleicht nicht auch Mitverursacherin von Flucht ist? Und das Letzte, der EuGH entschied vor einem Jahr etwa, also der Europäische Gerichtshof, dass minderjährigen Geflüchteten der Familiennachzug erlaubt sei. Und der Zeitpunkt ihres Asylantrags, also wenn sie da noch nicht volljährig waren, ausschlaggebend ist. Die Bundesregierung weigert sich, das Urteil momentan umzusetzen und eiert seit einem Jahr rum, auch auf meine Nachfragen, und befindet sich in sogenannter Ressortabstimmung. Wie bewerten Sie dieses? Und vor allen Dingen, wie wäre es möglich, umfassend die Menschen auf ihre Rechte hinzuweisen und dieses Urteil in Deutschland umzusetzen? Vielen Dank. Herr Dr. Krennerich, Sie haben das Wort. Ja, sehr viele umfassende Fragen. Ich fange mit der Rüstungsexportpolitik an. Die Maßstäbe, die im Menschenrechtsbericht ausgewiesen sind, sind ja eigentlich nicht schlecht. Das einzige Problem ist, dass Deutschland sich offenbar nicht daran hält, an die eigenen Maßstäbe. Und das hat menschenrechtliche Probleme. Also deutsche Rüstungsgüter gehen auch an Staaten, in denen systematisch die Menschenrechte verletzt werden und in Konflikte stattfinden. An das UN-Waffenregister hat Deutschland in den Jahren zwischen 2014 und 2017 beispielsweise Exporte von Kampfpanzern an Indonesien und Katar sowie von U-Booten an Ägypten gemeldet.
besonders problematisch ist, dass in den vergangenen Jahren dann auch umfassende Rüstungsexporte an Staaten der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition im Jemen genehmigt wurden, die ja doch das humanitäre Völkerrecht massiv verletzt. Allein an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten erteilte die Bundesregierung zwischen 2015 und 2017 Genehmigung für Rüstungsexporte im Gesamtwert von über 2,6 Milliarden Euro. Und trotz massiver gesellschaftspolitischer Kritik ist die Bundesregierung bis heute nicht bereit, Waffenexporte nach Saudi-Arabien völlig einzustellen. Der Koalitionskompromiss ermöglicht die Zulieferung von Bauteilen, zumindest zu gemischten europäischen Waffensystemen. Ich finde das sehr problematisch, übrigens auch, weil Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten inzwischen ja auch im Sudan sozusagen die Militärherrscher stützen finanziell, da sehe ich großen Handlungsbedarf. Inwieweit das immer eine Ursache für Konflikten ist, da glaube ich, müssen wir schon sehr differenzieren, wenn man die von Konflikten ist, müssen wir sehr differenzieren. Konflikte beispielsweise in Eritrea, da hat die Deutschland jetzt nicht viel damit zu tun, aber sicherlich, wenn man in Krisenregionen wie jetzt gerade im Nahen Osten Waffenexporte nicht völlig stoppt, ist das sehr problematisch. In Bezug auf die wirtschaftlichen, sozialen und also auf die Kinderarmut, die Sie angesprochen haben. Erstmal steht es im Vertragsstaat natürlich grundsätzlich frei, wie, auf welche Weise sie die WSK-Rechte umsetzen. Aber der UN-Ausschuss hat ja konkrete Empfehlungen ausgesprochen, wie Kinderarmut und Armut anzugehen ist. Er empfiehlt beispielsweise zu prüfen, ob die Leistungen für Kinder einschließlich des Kindergeldes und so weiter ausreichend sind und ohne bürokratische Hindernisse abrufbar sind. Er empfiehlt darüber hinaus aber auch mit Blick auf die Haushalte die Umwandlung prekärer in reguläre Arbeitsverhältnisse und die wirksame Kontrolle von Mindestlöhnen. Und er empfiehlt, die Leistung zur Grundsicherung zu erhöhen, die Gewährleistung des Existenzminimums nicht durch Hartz-IV-Sanktionen zu gefährden und bezahlbaren Wohnraum gerade auch für die meisten Bedürftigen benachteiligt bereitzustellen. Sind solche Forderungen sinnvoll? Aus menschenrechtlicher Sicht sicherlich. Was das Wohnen angeht, eine menschenrechtsbasierte Wohnstrategie, die ist natürlich sehr umfassend. Ich kann das jetzt hier nicht ausführen. Das sind sehr viele allgemeine Prinzipien, die sehr sinnvoll sind. Wichtig ist, denke ich, dass zunächst das Versprechen, niemanden zurückzulassen, to leave no one behind, und jedem Menschen ein sicheres und menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. Ich glaube, die Brisanz der Problematik ist offenkundig in vielen Teilen der Welt, in denen Wohnungselend herrscht. Aber auch in Deutschland gibt es ja Obdachlose, die auf der Straße leben, Wohnungslose, die behelfsmäßig bei Bekannten oder Verwandten oder in Not- und Hilfseinrichtungen unterkommen, Mieter, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können, ohne andere Grundbedürfnisse einzuschränken, Menschen, die keine bezahlbaren oder keine alters- und behindertengerechte Wohnung finden oder auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. Aus menschenrechtlicher Sicht ist hier Handlungsbedarf gegeben. Und insofern können wir, glaube ich, auch mit einer umfassenden Strategie, die die Sonderberichterstatterin im Blick hat, hier in Deutschland arbeiten. Eine letzte Bemerkung zu dem Gerichtsurteil. Also ich muss gestehen, dass ich bislang davon ausgegangen bin, dass der Zeitpunkt der Antragstellung relevant ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, bedarf es da sicherlich rechtlicher Korrekturen. Allgemein sollte vielleicht nochmal betont werden, dass Ehe und Familie grund- und menschenrechtlich doch unter besonderem Schutz steht. Da es sich bei subsidiär Schutzberechtigten zudem um anerkannten Schutzstatus handelt, kann ich auch nicht erkennen, mit welchen Gründen eigentlich bei dieser Gruppe, die ansonsten ja die gleichen Rechte wie Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge haben, der Familiennachzug, wie er ja früher mal bestand, zeitweilig ausgesetzt und inzwischen zumindest limitiert wird ohne Rechtsanspruch. Weiter kann ich jetzt leider nicht darauf eingehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als Nächste hat die Abgeordnete Bause das Wort. Vielen Dank. Ja, mein Dank an die Sachverständigen, Frau Hauser, Herr Beko, Herr Delius, Herr Dob, Herr Krenrich und Herr Mier für Ihre kritische Würdigung des Menschenrechtsberichts der Bundesregierung. Ganz viele Punkte, die auch für unsere weitere Arbeit wichtig sind und von denen ich auch hoffe, dass sie im nächsten Bericht auch entsprechend aufgenommen und gewürdigt werden, insbesondere was Strategie angeht, was Schwerpunktsetzung angeht, was Evaluation angeht, was Nachhaltigkeit angeht. Meine Fragen gehen an Frau Dr. Hauser.
Vor kurzem ist ja im UN-Sicherheitsrat auf Betreiben von Deutschland die Resolution 2467 verabschiedet worden zur Bekämpfung und Prävention sexueller Gewalt in Konflikten. Mich würde interessieren, welche Bedeutung diese Resolution für Ihre praktische Arbeit hat, beziehungsweise was die Bundesregierung jetzt tun muss, damit das, was dort sehr wichtig und gut aufgeschrieben ist, dann auch tatsächlich in die Umsetzung gelangt. Mich würde zum anderen interessieren, was der dem Aktionsplan Menschenrechte, also dem Bericht ist ja der Aktionsplan Menschenrechte 2019 bis 2020 angefügt. Da sind jetzt 28 Unterpunkte, ein Schwerpunkt davon Einsatz für die Rechte von Frauen. Wenn Sie sich das anschauen, wie bewerten Sie das auch im Hinblick auf Ihre ganz praktische Arbeit? Hilft Ihnen das? Welche Bedeutung hat dieser Aktionsplan für Ihre Arbeit? Gibt es weitere Aktionspläne, die für Ihre praktische Arbeit wichtig sind? Also zum Beispiel die Resolution 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit oder auch die Istanbul-Konvention. Wenn Sie uns dazu noch ausführlicher schildern können, wie das von der Bundesregierung vorangetrieben wird, aber wie das auch mit Ihrer konkreten praktischen Arbeit vor Ort zusammenhängt. Herzlichen Dank, Frau Dr. Hauser. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage, wo 4 Minuten auch wiederum sehr anspruchsvoll sind, das in dieser Zeit zu beantworten. Lassen Sie mich beginnen mit Ihrer Frage zur neuen Resolution 2467. Ich will nicht verhehlen, dass große Teile der Zivilgesellschaft durchaus kritisch sind zu dieser neuen Resolution. Wir meinen, dass die anderen 8 schon bestehenden Resolutionen noch überhaupt nicht genügend umgesetzt wurden und es einfach auch keinen Sinn macht, immer wieder normative neue Resolutionen zu verabschieden, denn das löst das Problem nicht der schleppenden Umsetzung, wenn es keinen politischen Willen für die Umsetzung bestimmter Themen gibt. Und bedauern sehr, dass bestimmte sehr wichtige Punkte aus dieser Resolution rausgenommen worden sind, wie zum Beispiel eben auf Druck der USA die reproduktiven Rechte von Überlebenden, aber auch, wenn es um den Schutz von Frauenrechtsverteidigerinnen geht. Herr Beko hat in Bezug auf Shrinking Spaces das auch schon genannt. Hier wünschen wir uns sehr, dass das im Auswärtigen Amt wirklich sehr viel ernster noch genommen wird. Wir brauchen eine strukturelle Verankerung dieser Themen im Auswärtigen Amt, als auch in den Botschaften vor Ort. Unsere Kolleginnen in Kabul, in Goma, in Kinshasa, in Dohuk und so weiter, die brauchen tatsächlich Botschaftsangehörige, die um die Thematik wissen, die eine Fortbildung, eine Qualifizierung in diesen Themenstellungen haben und echte Ansprechpartnerinnen sind und die Kolleginnen auch regelmäßig einladen, um sich die Frauenrechtslage vor Ort berichten zu lassen. Nichtsdestotrotz, in dieser neuen Resolution kommt zum Beispiel das Wording for Survivor-Centered Approach, also der Ansatz, der sich wirklich, was eigentlich selbstverständlich sein sollte und wie wir auch seit über 20 Jahren arbeiten, leider überhaupt nicht selbstverständlich in der Breite ist, dass also wirklich die Arbeit ausgerichtet ist auf die Bedarfe der Betroffenen. Nur das Wording in der Resolution reinzuschreiben, nutzt nichts, wenn wir es nicht auch wirklich füllen. Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, medizinische Versorgung, psychosoziale Unterstützung, rechtliche Beratung und so weiter durchzuführen. Ich freue mich, dass jetzt gerade in Oslo bei der großen Konferenz vor kurzem sehr viel Geld dazu bereitgestellt wurde. Nichtsdestotrotz fehlt hier auch wieder der Aspekt der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte von Überlebenden. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind vergewaltigt worden, sind schwanger und haben dann nicht die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen in dieser Situation. Das ist etwas, was den Menschenrechten wirklich diametral entgegensteht. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der neuen Resolution ist Kinder, die aus Vergewaltigungen geboren worden sind. Ich bin gerade zurück aus dem Nordirak, wo wir mit der kurdischen Regierung vor Ort einen weiteren 3-Jahres-Vertrag zur Qualifizierung von Gesundheitspersonal vor Ort in traumasensiblen Umgang mit Überlebenden besprochen haben, unterzeichnet haben. Und dort ist aktuell das große Problem, dass jesidische Überlebende aus IS-Haft zurückkommen und ihre aus IS-Gewalt
geborenen Kinder abgeben müssen, weil jesidische Autoritäten, der jesidische Hohe Rat, dies so angeordnet hat. Das ist ein riesen menschenrechtliches Problem. Persönliche Desaster, die sich da vor Ort abspielen, hohe Suizidrate der Frauen. Und stellen Sie sich diese Kinder vor, die den Müttern weggenommen werden, in irgendwelche Kinderheime kommen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich finde, dass hier auch die Bundesregierung aufgerufen ist, die ja zum Beispiel auch das Sonderprojekt in Baden-Württemberg für Jesidinnen so maßgeblich mit unterstützt hat, hier Einfluss zu nehmen auf jesidische Autoritäten in Deutschland, denn Autoritäten der jesidischen Diaspora in Deutschland waren wohl maßgeblich mit beteiligt für diese rigide Haltung, hier also auch Einfluss zu nehmen. Schließlich wird ja auch mit deutschem Geld unterstützt im Nordirak. Also hier muss auch Einfluss auf die jesidischen Autoritäten eingenommen werden. Das kann nicht nur ein jesidisches internes Problem sein. Nun die Frage, Ihre zweite Frage, wie der Aktionsplan, welchen praktischen Wert der für uns hat. Viel wichtiger, aber relativ kurz. Tut mir viel leid. Wichtiger ist tatsächlich der Nationale Aktionsplan 1325. Und wir freuen uns, dass die Bundesregierung hier bekannt gegeben hat, dass es einen dritten dann geben wird ab 2021. Muss sich aber daran messen lassen, dass die Wirkungsorientierung endlich mal festgestellt wird. Es gibt immer noch keine festen Budgets, keine wirkungsorientierten Indikatoren und keine Evaluierungen. Was wir aber ganz besonders wichtig finden, deutlich wichtiger als dieser Aktionsplan, ist die Istanbul-Konvention, die ja nun im Februar 2018 in Kraft getreten ist. Und hier gibt es wirklich, das ist ein verbindliches völkerrechtliches Dokument, was alle Ebenen in Deutschland, Bund, Länder und Kommunen bindet und wirklich Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung gegen Frauen anerkennt und ein ganz wichtiges Instrument ist, um sehr viele Bereiche zu regeln. Ich könnte dazu gerne noch was ausführen. Die Zeit ist leider um. Danke. Vielleicht gibt es ja an anderer Stelle noch weitere Fragen. Wir haben ja noch eine weitere, möglicherweise zweite weitere Runde. Vielen Dank. Wir kommen jetzt in die zweite Runde und ich frage die Union, wer die nächste Frage stellen will. Herr Patzelt. Ja, meine Frage richtet sich an Sie, Herr Beko, und an Sie, Herr Mir. Also angesichts Ihrer Ausführungen, Herr Mir, drängt sich mir die Frage auf, ob die Bundesregierung, deren Berichterstattung ja hier Mittelpunkt unserer Anhörung ist, nicht viel mehr gedrängt werden müsste, in konzertierte Aktionen mindestens auf europäischen Ebene, sich mit diesen Phänomenen der Entwicklung von systematischen Menschenrechtsunterdrückungen in einer ganz neuen Form, also auch der digitalen. Ich sage mal als Beispiel ganz platt, wir haben bestimmte rechtliche Regelungen hier geschaffen, wie wir mit dem Umgang von Waffen in Krisengebieten umgehen. Da achten wir darauf, das ist Gegenstand ständiger Erörterung. Aber wenn man bedenkt, in welcher Weise die Menschenrechte massiv bedroht werden, auch über China hinaus, Sie haben das ja sehr eindrucksvoll geschildert, dann müssen wir uns ja Sorge machen, was entwickelt sich denn da auf der Welt? Wie werden Menschenrechte in diesem, komme ich mir richtig vor, harmlosen menschenrechtlichen Dialog? Also was ist denn das dann noch angesichts solcher Gefahren, die menschenrechtliche Grundrechte aufgrund eines ganz anderen Menschenbildes bedrängen? Ob man da nicht wirklich massiver und wie gesagt, in konzertierter Aktion mit allen demokratischen Staaten offensiv das angehen müsste. Da würde ich gerne Ihre Meinung hören. Ich weiß nicht, wie viel noch an Zeit über war. 40 Sekunden, Herr Brandt. Ja, ich möchte vielleicht anknüpfen auf die europäische Perspektive des staatlichen Players und möchte Herrn Delius ansprechen, möchte das nämlich spiegeln auf die nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Denn da sehe ich jedenfalls auch einen Ansatzpunkt, dass die nationalen Menschenrechtsinstitutionen bei den übergreifenden Themen, auch im Ausland, Shrinking Space, Zensur, Meinungs-, Pressefreiheit, eine größere Aufgabe übernehmen müssen, sich zu vernetzen und damit auch auf dieser Schiene stärker zu sein. Welche Rolle könnte aus Ihrer Sicht hier das Deutsche Institut für Menschenrechte spielen? Wir haben jetzt drei Sachverständige. Sie müssen sich entscheiden, an wen Sie eigentlich stellen. Also Herr Patzelt, Sie hatten gesagt Herr Mir und Herr Beko. Und jetzt wurde noch Herr Delius mit aufgerufen. Das ist gegen die Regeln und das ist hier nicht vorgesehen. Also entscheiden Sie sich. Ich ziehe meine zurück und hebe sie dann für die nächste Runde auf. Hervorragend. Dann hat Herr Beko das Wort. Vier Minuten. Ganz kurz nachfragen, nur zur Frage. Ja. Herr Patzelt, weil
Ich hatte den einen Eindruck, Sie sind auch mit den Herausforderungen durch Digitalisierung gestartet, haben es aber auch in allgemeinen internationalen Kontext mit der Einschränkung von Shrinking Space und Zivilgesellschaft gesetzt. Ich versuche es mal kurz zu verdeutlichen. Also angesichts einer so systematischen, strategischen Bekämpfung von Menschenrechten, wie wir sie in unseren christlich-abendländischen Vorstellungen entwickelt, tradiert und gepflegt haben oder pflegen wollen, ist das ja eine massive Bedrohung. Und wenn wir sagen, wir verkaufen noch Systeme zur Untersuchung, das sage ich, beim Waffenboykott, da sehen wir das deutlich, da versuchen wir mehr oder minder erfolgreich, das zu verhindern. Und hier unbesehen machen wir das. Ich glaube, es geht in Richtung Dual Use. Herr Beko, Sie haben das Wort. Ja. Also dieser breite, systematische Angriff auf die Idee der Menschenrechte und der internationalen Ordnung, ja, erfordert eine entsprechende Gegenbewegung. Ich glaube, das Bekenntnis der Bundesregierung zu einer regelbasierten, zu einem, ich kombiniere jetzt die beiden Begriffe, regelbasierter Multilateralismus, ist der richtige Ansatz. Die Frage ist, was ja eben hier schon deutlich wurde, dass das nur Wirkung entfalten kann, wenn es verknüpft ist mit einer kohärenten eigenen Außenpolitik nach innen, auf regionaler Ebene und auf internationaler Ebene. Und gleichwohl wird es Koalitionen brauchen über die klassischen hinaus. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass die Bundesregierung bei allen Bemühungen, EU-Positionen zu finden, gleichsam auch in ihren unterschiedlichen internationalen Engagements jetzt neue Allianzen sucht, wenn es nicht gelingt, regelbasiert, regelkonforme Positionen zu finden. Ich glaube, ein Ansatzpunkt bleibt die Stärkung der internationalen Ordnung und der internationalen Institutionen. Denn das ist das, was erstmal den Rahmen gibt. Und wir sehen ja, dass gerade im Bereich Rüstungsexporten oder aber auch Dual Use und Digitalisierung die ersten Ansatzpunkte erstmal sind, bestehendes Recht umzusetzen und auch bestehende Verpflichtungen umzusetzen. Die zweite Frage ist dann, der Blick nach vorne in der Zukunftsgestaltung. Und Christian Mier hat vorhin die sinnvolle und wichtige Initiative der Bundesregierung und auch Brasiliens erwähnt, beispielsweise zum Recht des Schutzes auf Privatsphäre. Das hat gezeigt, dass das möglich ist. Die Europäische Union hat mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung gezeigt, dass man wichtige Impulse setzt. Es ist einfach jetzt sehr wichtig, weil es doch eine Vielzahl von Staaten gibt, die auch verstehen und auch wirtschaftliche Akteure, die verstehen, dass das der einzige Weg nach vorne ist, um Frieden, Stabilität und Sicherheit zu garantieren. Insofern gilt es, glaube ich, weiter, das nicht nur zu propagieren, sondern auch in der konkreten Umsetzung zu beweisen und auch von allen einzufordern. Aber das wird, wie ich in meinem Eingangsstatement schon sagte, wird auch politische und ökonomische Preise haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass alle bereit sind, die zu zählen. Und es wird vielleicht auch eine neue Rolle von Deutschland erfordern, in dem Sinne, dass es nicht nur eine eigene kohärente Politik gibt, aber vor allen Dingen auch nicht mehr nur die Deutschland und die Europäische Union zwischen den anderen, zwischen Russland, den USA und China wahrgenommen werden und ein Reagieren darauf, sondern wirklich um eine Allianz all derer, die auf Basis der internationalen Ordnung Politik machen und auch neue internationale Regelungen einfordern und auch dafür Impulse geben. Herzlichen Dank. Dann hat Herr Mier jetzt das Wort. Die Frage, also ob es mehr Anstrengungen seitens der Bundesregierung notwendig sind. Ich glaube, da kann ich auf drei Ebenen versuchen zu beantworten. Einmal ist es ja, glaube ich, die Frage der institutionellen Aufhängung des Themas, vielleicht auch der institutionellen Stärkung des Themas. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen, wo ich das Gefühl habe, da war schon mal die Bundesregierung deutlich weiter, weil man einen solchen Sonderbeauftragten für Cyber-Außenpolitik hat. Und da hat man sich im Prinzip selbst verzwergt in internationalen politischen Diskussionen und man überlässt im Moment zum Beispiel die Verhandlungen beim Internet Governance Forum maßgeblich sozusagen dem Bundeswirtschaftsministerium. Und da ist, glaube ich, sozusagen, da wäre es eigentlich schön, wenn man wieder sozusagen dahin käme, wo man schon mal war. Das ist sozusagen, glaube ich, die eine Ebene der institutionellen Aufhängung. Die zweite Ebene ist, glaube ich, tatsächlich die Regulierungsebene. Die Regulierung, das sprachen ja gerade auch des Exports von solcher Technik, Überwachungstechnik ganz oft.
Und da sind ja maßgeblich deutsche Firmen sozusagen die führenden Firmen neben vielen israelischen Firmen interessanterweise. Und interessanterweise sind chinesische Firmen, wenn Sie sich mal mit vertraulich, ich war einmal selber auf einer Überwachungstechnikmesse, und wenn Sie sich dort vertraulich mit Vertretern von Geheimdiensten von eher autoritären Regimen unterhalten, ist das interessant, dass dort sogar ein gewisses Misstrauen in chinesische Überwachungstechnik herrscht, weil man immer befürchtet, dass es dort auch Backdoors eingebaut gibt. Und deswegen genießt auch deutsche Überwachungstechnik tatsächlich unter autoritären Regimen ein hohes Vertrauen. So, das ist einfach so zynisch das klingt. Man unterstellt deutschen Unternehmen nicht eingebaute Backdoors, so wie man das den Chinesen unterstellt. Aber jetzt mal sozusagen unironisch gesprochen, es ist tatsächlich die Frage des Exports solcher Technik. Und da hat ja, muss man sagen, die Bundesregierung vor 4 Jahren, glaube ich, sozusagen eine Initiative ergriffen, damals maßgeblich unter Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, überhaupt das Thema auf EU-Ebene mal zu regulieren, nachdem eine zwischenstaatliche Regelung im sogenannten Wassenaar Arrangement eigentlich nicht funktioniert hat. Dort gibt es zwar mittlerweile einen Annex zu Überwachungstechnik, zur Regulierung, aber der ist von vielen Staaten, unter anderem den USA, nie ratifiziert worden. Was, glaube ich, eine sinnvolle Sache wäre, einerseits sozusagen, wenn Deutschland nächstes Jahr zum Beispiel die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, dass man da vielleicht das auch zum Thema macht und zu einer Priorität setzt, die gerade im vergangenen, jetzt in diesem Sommer kurz vor den Wahlen in den Sand gesetzten Trilogverhandlungen zu einer stärkeren menschenrechtsbasierten Exportpolitik beim Thema Überwachungstechnik zu einer Priorität Deutschlands zu machen. Denn eigentlich gab es einen, wie gesagt, von Union bis Linken sehr guten Vorschlag im Europaparlament, der eigentlich sehr, sehr, sehr gut war, der eine menschenrechtliche Prüfungen sozusagen zum Kriterium beim Export solcher Technik gemacht hat. Und deswegen war das wirklich ein riesen Rückschlag, dass das im Trilog sozusagen dann am Ende gescheitert ist. Damals, das ist zwar nicht aktiv, dass Deutschland sozusagen, muss man sagen, die Bundesregierung dagegen gesteuert hat, aber man hat die Situation etwas falsch eingeschätzt. Die hauptkritischen Länder waren damals, muss man sagen, Finnland, Schweden, Frankreich, aber Deutschland hat da nicht so souverän verhandelt, nach allem, was wir über die Trilog-Verhandlungen, die ja relativ intransparent ablaufen, zumindest wissen. Und den dritten und letzten Punkt an der Stelle ist ja die Frage, was kann man machen auf der Schutzebene? Es geht ja auch ganz konkret um den Schutz von Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten, Stichwort Shrinking Space. Und da, glaube ich, ist es begrüßenswert, dass es Initiativen von der Bundesregierung gibt, wie die Martin-Roth-Initiative und andere, die versuchen, auch bedrohte Menschenrechtsverteidiger und Journalisten zu stärken. Aber die Nachfrage ist, glaube ich, sowohl bei Programmen, die die Bundesregierung unterstützt, aber auch bei eigenen Programmen, die wir haben, sozusagen ungleich höher. Wir, nur ein letztes Beispiel dazu. Wir haben ein eigenes Programm bei Reporter ohne Grenzen, wo wir 16 digital bedrohte Medienschaffende pro Jahr nach Berlin einladen. Und wir bekommen da in der Regel 600 Bewerbungen und müssen da hart aussortieren. Herzlichen Dank. Als nächster hat Herr Braun das Wort. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Der Bericht der Bundesregierung hat sicherlich über viele Länder der Welt einiges an verdienstvoller Information und Aufbereitung über die Menschenrechtslage in den letzten Jahren. Es gibt weiße Flecken. Es gibt weiße Flecken teilweise auch im Inland. Es ist manches schon angedeutet worden. Ich vermisse zum Beispiel, dass die Gewalt unter Migranten in Deutschland thematisiert wird. Das ist dann in vielen Fällen nicht natürlich nicht staatliche Gewalt, sondern das ist dann Gewalt, die von staatlicher Seite, so erwarten wir das, weltweit unterbunden werden sollte und bekämpft werden sollte. Und dazu die Frage an Herrn Dr. Ley, was halten Sie da, was sehen Sie da für eine Entwicklung, wenn eben Menschen vor ihren Peinigern in ein sicheres Land wie Deutschland kommen und dann hier zum Beispiel als Christen, als Klassiker in Flüchtlingsheimen unter Druck geraten, massiv bedroht werden oder auch gewaltsam zur Flucht wieder getrieben werden aus diesen Flüchtlingswohnheimen. Ich kenne einige Fälle, die eindeutig belegt sind und sehr viele Fälle. Und das ist ein großes Problem für viele. Zweite Sache, die
Meinungsfreiheit in Deutschland. Inwiefern ist die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht? Wir haben eine abnehmende Meinungsvielfalt in Deutschland, die nicht behandelt wird in dem Bericht. Ein weiterer weißer Fleck. Was halten Sie zum Beispiel von den Internetmaßnahmen, die man auch als Zensurmaßnahmen bezeichnen kann, im Bereich des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, um dann staatliche Kontrolle auszulagern an private Unternehmungen, die dann willkürlich Sperren verhängen und die zum Beispiel in vielen, vielen Fällen inzwischen bei den Menschen, die sich wehren konnten, dazu geführt hat, dass Gerichte ganz klar bescheinigt haben, dass Facebook und andere illegal gehandelt haben mit ihren Praktiken auf der Grundlage des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Inwiefern ist so etwas noch mit der Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz und den Menschenrechten vereinbar? Herr Dr. Ley, Sie haben das Wort. Mit dem Mikro eingeschaltet am besten. Danke. Punkt 1, Behandlung von Christen in Europa. Ich wollte eigentlich ein Buch darüber machen, das ist aus verschiedenen Gründen nicht dann passiert. Ich habe mich intensiv beschäftigt mit, wie werden Christen behandelt in Aufnahmezentren und so weiter. Und das Interessante ist, dass sehr viele Dolmetscher sind Muslime. Also die Rate der Christen, die abgelehnt werden als Asylanten, ist extrem hoch. Abgesehen davon, dass sie auch sehr viel Gewalt ausgesetzt sind, insbesondere Frauen. Das wird aber sehr, sehr selten thematisiert, dass also gleichsam verfolgte Christen hier nochmal diskriminiert werden, teilweise verfolgt werden und teilweise auch mit Gewalt konfrontiert sind und im hohen Maße abgelehnt werden. Das führt dann schon zum zweiten Punkt, zur zweiten Frage. Die Meinungsvielfalt in Deutschland. Also sowas liest man nur in sozialen Medien und nicht in Mainstream-Blättern. Ich lese immer, wie gefährdet die Meinungsvielfalt sei in Österreich, wo ich lebe, oder in Ungarn, das ich auch ein bisschen kenne. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden und das passiert sehr, sehr selten. Meinungsvielfalt kann durch staatliche Repression gefährdet werden. Das ist historisch, das kennen wir. Meinungsvielfalt kann aber auch durch Monopole, durch Medienmonopole gefährdet werden. Und wenn ich so den Blick von außen nach Deutschland habe, sehe ich eigentlich nur noch Mainstream. Das hat mit Zensur nichts zu tun, aber mit Monopolisierung der Meinung. Also ich sehe sehr wenig Meinungsvielfalt in Deutschland. Das zeigt sich auch darin, dass die deutschen Medien nicht mehr konsumiert werden. Das hat ja wohl einen Grund, dass niemand mehr lesen will und hören und sehen kann. Also ich denke, die Meinungsvielfalt in Deutschland war schon vor 20, 15 Jahren wesentlich höher. Aber das liegt nicht daran, dass das der Staat was unterbindet, sondern das liegt sehr viel daran, dass wir in Deutschland eine viel zu starke Monopolisierung der Medien gibt und die sozialen Medien natürlich da sehr wenig dagegen ausrichten können. Interessant finde ich, und das bezieht sich auch auf den Bericht der Bundesregierung, es wird nirgendwo, auch in diesem Bericht nicht, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz kritisiert. Das ist garantiert ein illegales Gesetz. Der Staat delegiert an Privatfirmen das Verbot und die Unterdrückung von Meinungen. Das ist unglaublich. Dass das nicht kritisiert wird, ist ein Skandal. Dass das in den Medien nicht kritisiert wird, dass der Staat sein Meinungsmonopol abgibt an Privatfirmen und diese Privatfirmen dürfen dann die Meinung zensieren. Also hier gibt der Staat sein Recht und seine Pflicht der Neutralität auf und überlässt es irgendwelche Firmen, die dann entscheiden, ob diese Meinung publiziert werden darf und nicht publiziert werden darf. Und dass das nicht kritisiert wird in dem Bericht, das ist natürlich bedenklich.
herzlichen Dank. Dann stellt als Nächste Frau Oesus die Frage. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte zunächst einmal, weil ich nicht drei Sachverständige fragen darf, Ihnen auch noch mal danken, dass Sie uns diese ganz spezielle Sicht wirklich ermöglicht haben. Gerade im Bereich der Fixierung lohnt es sich wirklich, dass wir uns auch noch mal mehr damit beschäftigen. Also das nur als kleine Bemerkung am Rand, weil ich da jetzt leider nicht näher drauf eingehen kann. Ich möchte Frau Dr. Hauser bitten, noch mal einmal weiterzuführen, was Sie eben so schön schon begonnen hatten und was wo Sie dann aufhören mussten. Gleichzeitig meine Frage aber noch anschließen. Sie haben ja begonnen, Ihre Ausführungen damit, die Ermordung von Frauen. Aber ich sage mal, es gibt ja noch eine Stufe höher, wo es eben nicht zur Ermordung führt, sondern wo tatsächlich viele Frauen in Deutschland ja diverse massive psychische, physische Verletzungen erfahren. Und ich bin in den letzten Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir uns zu sehr ein Bild schaffen. Und ich hätte gerne von Ihnen gewusst, ob das eben in Ihrem Sinne auch stimmt, ein Bild schaffen, dass es eben doch sehr stark mit sozialen Problemen einhergeht oder eben mit Einwanderungshintergründen oder was auch immer. Und werde sehr oft damit konfrontiert, dass es eine ganz besondere Situation mitunter auch für sozusagen sehr gut situierte Frauen gibt, die dort wenig auch Mitleid und Beratung und so etwas erfahren, weil man sie vermeintlich in eine Situation stellt, ihnen ginge es ja gut. Und inwiefern werden solche Dinge, also werden auch solche Gruppen für Sie genügend aufgegriffen? Gibt es da noch andere, vielleicht so spezifische Punkte, wo Sie sagen würden, das bleibt hier komplett außer Acht? Meine zweite Frage geht an Herrn Delius. Aber ganz schnell dann. Ja, oh ja, ganz schnell, Entschuldigung. Die geht wirklich ganz schnell an Herrn Delius. Und zwar die europäischen Länder, die Sie ja auch noch mal genannt hatten. Herr Beko hatte das auch gemacht. Die Menschenrechtsverletzungen, die hier nicht genügend genannt werden. Inwiefern sehen Sie dort noch mal sehen Sie dort eine Notwendigkeit, dass wir beschreiben, wie stark das auch mit dem Ausland verbunden ist? Also es ist ja das eine, wirklich zu sagen, was sich in den Ländern tut. Aber wir diskutieren mittlerweile im Bundestag ständig darüber im Auswärtigen Ausschuss, wie stark das eigentlich verwoben ist mit Ländern außerhalb der Europäischen Union. Und da hätte ich gerne noch mal Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Frau Dr. Hauser, Sie hätten jetzt das Wort. 4 Minuten. Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr gerne führe ich weiter die Istanbul-Konvention aus und ihre Relevanz für Deutschland. Ich habe schon gesagt, sie ist also Anfang 2018 in Kraft getreten. Ein wirklich verbindliches völkerrechtliches Dokument. Ich betone das deswegen, weil ich meine, dass in Deutschland auch auf Regierungsebene, in den Parteien, in Verbänden noch überhaupt viel zu wenig bekannt, diese Konvention noch viel zu wenig bekannt ist. Bindet also wirklich alle Ebenen. Und was sehr wichtig ist, dass nicht nur es darum geht, dass der Staat in Form seiner Organe selbst diese Frauenrechte der Konvention achten muss, sondern er ist zudem verpflichtet, Frauen vor Verletzungen vor Dritten zu schützen. Und drittens muss er einen Rahmen dafür schaffen und bereitstellen, dass alle Frauen in seinem Hoheitsgebiet ihre Rechte tatsächlich wahrnehmen können. Dazu gehören natürlich auch geflüchtete Frauen. Das ist wirklich bislang das menschen- und frauenrechtlich umfassendste Dokument zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und Diskriminierung, die wir überhaupt haben. Bezieht sich, ich sage es nochmal explizit, auf alle Frauen in Deutschland und deckt interessanterweise wirklich die drei Bereiche ab: Schutz, Prävention und Ursachenforschung. Denn wir wissen, zu bestimmten Themen ist noch überhaupt nicht wirklich genügend geforscht worden. Es verlangt den Aufbau, diese Konvention verlangt den Aufbau eines wirklich umfassenden Hilfesystems und weist aber auch der Zivilgesellschaft eine richtig starke Rolle zu. Was zudem relevant ist, dass die gesamte Infrastruktur, also auch die Verwaltung und die politischen Rahmenbedingungen, als auch das Unterstützungssystem, die gesamte Infrastruktur gegen geschlechtsspezifische Gewalt eben systematisch aus dieser menschenrechtlichen Perspektive betrachtet werden muss, was wir in Deutschland ja in dieser Kohärenz noch überhaupt nicht haben. Wir brauchen die Errichtung von staatlichen Stellen zur Koordinierung. Also es ist ein Trauerspiel, 2019 sagen zu müssen, dass wir noch nicht staatliche Stellen zur Koordinierung einer kohärenten Politik gegen Gewalt gegen Frauen in Deutschland haben und eine unabhängige Monitoringstelle brauchen.
Nur dadurch kann wirklich eine kohärente Politik gewährleistet werden. Übrigens umfasst sie auch explizit alle Mädchen unter 18 Jahren, also umfasst den gesamten Bereich des Kindermissbrauchs, beziehungsweise Missbrauch mag ich überhaupt nicht. Das haben wir aus unserem Glossar gesprochen. Missbrauch setzt einen richtigen und einen falschen Gebrauch voraus. Also es geht um sexuelle Ausbeutung. Wichtig ist noch, dass es ein Diskriminierungsverbote gibt in dieser Konvention, wegen zum Beispiel Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, aber eben auch wegen Migrations- oder Flüchtlingsstatus. Das heißt, das Diskriminierungsverbot, zum Beispiel wegen Flüchtlingsstatus, wird dann relevant, wenn Frauenhäuser die Auflage haben, nur Frauen mit gesichertem Aufnahmestatus aufzunehmen, was auch ein Trauerspiel ist. Das heißt, wir haben auch mit der Konvention den Punkt, dass die Anerkennung von geschlechtsspezifischer Gewalt als Schutzgrund sicherzustellen ist. Und die Prävention möchte ich gerne hier wirklich nochmal betonen, weil Bewusstseinsbildung in der breiten Öffentlichkeit, welche Rollenstereotypen, welche Rollenbilder sind die Vision in unserer Gesellschaft, ist etwas, was wir weiterhin in dieser pluralistischen Gesellschaft extrem zu fördern haben. Und das geht auch einher damit, dass wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass sexualisierte Gewalt politisch instrumentalisiert worden ist und wir als Feministinnen uns extrem dagegen wehren, dass auf Herkunft oder Religion von Tätern geguckt wird. Wir wollen überhaupt sexualisierte Gewalt verurteilt haben. Übrigens ist die Verurteilungsrate in Deutschland unter 5%, auch ein erschreckendes Ergebnis, wo die Justiz in diesem Land noch extrem viel zu tun hat, was endlich auch verändert werden muss. Aber diese politische Instrumentalisierung, wo es nicht um die Opfer geht, wo es nicht um die Überlebenden und den eigentlichen Straftatbestand der sexualisierten Gewalt geht, sondern um Religionszugehörigkeit zum Beispiel. Das ist etwas, damit werden wir das Problem der sexualisierten Gewalt nicht lösen können. Das ist ein Ablenkungsmanöver, das führt auf falsche Felder. Hier braucht es wirklich eine klare Haltung zu sagen, sexualisierte Gewalt generell durch Männer, welcher Herkunft auch immer, muss bekämpft werden. Und wir haben ja nun sexualisierte Gewalt in Deutschland auch als ein massives deutsches Problem. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Delius. Sie haben als Nächster das Wort. Beim Abbau von Menschenrechten in EU-Mitgliedstaaten und in der Politik der Europäischen Union gegenüber Drittstaaten stehen wir vor vielen Herausforderungen momentan. Wir stehen nicht nur vor der Herausforderung, dass in den einzelnen Ländern und die Zahl der Länder nimmt stetig zu, es zu einem Abbau von Rechten kommt, sondern dass sich das durchaus auch dann in der EU-Außenpolitik widerspiegelt, sprich, dass wir zum Teil in der Außenpolitik dann nicht 28 Staaten am Tisch sitzen haben, sondern uns imaginär noch 3-4 weitere vorstellen können, die letztlich mit am Tisch sitzen und mitentscheiden darüber, wie geht EU-Außenpolitik vor. Und wir erleben immer wieder diese Einflussnahmen, ob sie jetzt von der Russischen Föderation ausgehen, ob sie von der Volksrepublik China ausgehen. Es sind Modelle, die eigentlich immer ähnlich praktiziert werden und sehr erfolgreich auch vorgehen. Und Außenminister Maas sagt ja inzwischen schon auch sehr deutlich immer wieder, dass man aufgrund dieser Herausforderung einfach auch überdenken muss, die Funktionsweise von EU-Außenpolitik, die strukturellen Entscheidungsmechanismen, die es dort gibt, ob überhaupt noch so ein Votum aller EU-Mitgliedstaaten für bestimmte Entscheidungen erforderlich sein sollte oder ob man nicht sich verabschieden muss von dieser Vision, weil man so oder so weiß, dass man bestimmte Staaten gar nicht mehr gewinnen kann. Wenn wir jetzt mal uns aus menschenrechtlicher Perspektive die EU anschauen, dann kommen wir ja häufig schon zu der Einschätzung, dass die Staaten entlang der Mittelmeerlinie sehr schwierige Partner für uns in der Menschenrechtspolitik sind, dass sie regelmäßig immer wieder Entscheidungen treffen, die den Standards, die von westeuropäischen Staaten oder nordeuropäischen Staaten getragen werden, nicht zustimmen mehr und auch oder auch zum Teil gar nicht mehr das Interesse zeigen. Und ich denke, das sind einfach Entwicklungen, die wir immer mehr im Blick haben müssen und wo
es dann auch zu Reformen in der EU kommen muss, wenn man nicht riskieren will, ja, eine Blockadesituation, die dann irgendwann zu einer ähnlichen schwierigen Lage führen könnte, wie wir sie eben schon seit Jahren im Weltsicherheitsrat bei entscheidenden menschenrechtlichen Krisen beobachten. Und die Frustration darüber wächst in den Staaten, die gemeinsam handeln wollen und sich diesen menschenrechtlichen Grundsätzen der EU verpflichtet sehen. Und ich kann Herrn Beko da nur recht geben, wenn er sagt, wir müssen vielleicht auch ein bisschen den Blick immer mehr jenseits der EU lenken, auf andere Staaten, sei es die Schweiz, sei es auf Norwegen, sei es auf Kanada, manchmal mag es auch Malaysia sein, was hilfreich sein kann, wenn man sich mit bestimmten Menschenrechtsproblemen auseinandersetzen will, die bereit sind, mitzuziehen auf internationaler Ebene. Das heißt, der Konsens der Staaten wird immer geringer, und nicht nur in der EU, sondern weltweit. Und man muss sich heute weltweit orientieren, um bestimmten schwersten Menschenrechtsverletzungen überhaupt etwas entgegensetzen zu können. Herzlichen Dank. Ich würde für die FDP-Fraktion gerne noch eine Frage an Herrn Dopp und eine Frage an Herrn Mier stellen. Zunächst die für Sie, Herr Mier. Ich habe heute mit Schrecken gelesen, muss ich sagen, dass es im Spiegel eine Meldung gab, dass auf der Innenministerkonferenz jetzt Mitte Juni, die in Kiel stattfindet, unter anderem ein Antrag beraten werden soll, der vom Vorsitzenden von Herrn Grote, dem Innenminister aus Schleswig-Holstein, kommt, der unter anderem vorsieht, digitale Spuren, die wir im Netz hinterlassen, zukünftig auch in Gerichtsprozessen zu verwenden. Meine Frage ist ein bisschen, ob Sie darauf eingehen können, weil das ein Bereich ist, der, und es wurde sehr wohl das NetzDG hier in den vergangenen Jahren von öffentlicher Hand und von öffentlicher Seite massiv kritisiert. Wenn Sie mir vielleicht den Kommentar erlauben, Herr Dr. Ley, in der Kronenzeitung vielleicht nicht, aber bei uns tatsächlich ja. Also da würde ich gerne einmal von Ihnen, Herr Mier, noch mal hören, wie Sie darüber denken, diese Stück-für-Stück-Entwicklungen. Und Herr Dopp, an Sie, Sie sagten ja in dem Grußwort bei der Nationalen Stelle, als 10 Jahre gefeiert wurden, die Personalstruktur der Nationalen Stelle ist ja sehr, sehr gering ausgestattet. Und Sie würden, wenn man das, und ich kann die Zahl nicht mehr genau aus dem Kopf, aber alle anderthalb Jahrhunderte könnten Sie tatsächlich jede Einrichtung besuchen. Das ist natürlich eigentlich nicht ausreichend. Wir sind jetzt ja auch mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen im Herbst durchaus in der Lage, vielleicht auch noch mal eine Anregung hier zu adressieren oder mitzunehmen und vielleicht in den kommenden Haushalt 2020 einzubinden. Gibt es da von Ihrer Seite eine Empfehlung an den Ausschuss und an die Bundesregierung? Ich würde jetzt Herrn Mier zunächst das Wort für 4 Minuten geben. Also ich habe das auch heute gelesen und meine erste Reaktion war auch erstmal, dass ich gezuckt habe. Aber habe das natürlich nicht abschließend sozusagen irgendwie jetzt sozusagen bewerten können, weil ich das auch erst heute Morgen, also was meine spontane Zuckung sozusagen, was die bedeutet in der Bewertung eines solchen Vorhabens. Aber sozusagen, wenn ich das versuche, sozusagen etwas breiter zu betrachten, hatte ich den Eindruck, was ich jetzt darüber, wie ich das sehe, dass es sich einreiht, sozusagen, glaube ich, auch in einem Missverständnis darüber, wie der digitale Raum funktioniert und dass der sich so sehr vielleicht auch von der Offline-Welt unterscheiden würde. Und ich habe so den Eindruck, Sicherheitsbehörden neigen dazu und auch die sicherheits- und innenpolitische Diskussion neigt dazu, dass man immer weiter aufrüsten müsse im Sinne von mehr Rechte, mehr Kompetenzen, sozusagen um Verschlüsselung entschlüsseln zu können, dass man Redaktionsgeheimnis, wie mit dem Verfassungsschutzgesetzentwurf aus dem Innenministerium mal einfach ebenso aushebeln möchte. Allerdings, wenn die sich mit Experten unterhalten, ich kann sehr empfehlen dazu, wir haben vor 2 Jahren mal auf der Republika ein sehr interessantes Panel als Report ohne Grenzen organisiert mit jemand von der Sonderstaatsanwaltschaft für Cyberkriminalität vom LKA in Wiesbaden. Das fand ich einfach insofern erhellend, der sozusagen aus einer ganz praktischen Ermittlersicht mal gesagt hat, wie laufen eigentlich Ermittlungen so im Darknet und der diese ganzen politischen Diskussionen sozusagen über Darknet
Darknet oft gar nicht so richtig verstehen kann, weil er sagt, ehrlich gesagt, die Ermittlungen im digitalen Raum, im Darknet, die laufen nicht groß anders ab als als in der Online-Welt. Ich versuche sozusagen mich natürlich irgendwie, ich versuche zu ermitteln, ich versuche Kontakt aufzunehmen, es gibt Beschattung und ich glaube, diese Initiative für sozusagen digitale Spurensicherung, also auch Spuren, ja Daten von Alexa verwerten zu können, das war ja konkret die Initiative, die es da heute gibt, das reiht sich eher ein, war mein erster Eindruck sozusagen in sozusagen diesen Reflex im Kampf gegen Terrorismus und neue Bedrohungen, die es gibt. Aber ich glaube, so neu ist das, glaube ich, gar nicht am Ende in der Anwendung. Ich glaube, das Problem ist eher, dass wir bei vielen Sicherheitsbehörden viel zu wenig Personal haben, sowohl was die Cyberkriminalität betrifft. Das ist letztlich, wenn Sie diese Sonderstaatsanwaltschaft für Cyberkriminalität in Wiesbaden betrachten, das ist eine lächerliche Zahl an Personen, die sich da um Internetkriminalität kümmern können. Und ich glaube, oft ist es eher eine Frage des mangelnden Personals, der Personalstärke und weniger sozusagen der Kompetenzen, der Kompetenzen, die eben oft dann dazu führen, dass man einfach mal so Grundrechte sozusagen so vielleicht gar nicht bewusst sozusagen ja, schleift. Und das wird dann wieder am Ende auch international sehr stark wahrgenommen. Herzlichen Dank, Herr Dobbs, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank. Die Frage beantworte ich ausgesprochen gerne. Die Personalstruktur der nationalen Stelle ist in der Tat so, dass sie angesichts der insgesamt 13.000 Orte der Freiheitsentziehung in Deutschland, die nationale Stelle mit ihren, was die Länderkommission angeht, 8 Mitgliedern besuchen soll, dass wir da in der Tat irgend sowas um alle 176 Jahre mal da sein könnten. Da ist der Bedrohungsfaktor relativ überschaubar. Wenn wir das also weiterhin so betreiben möchten, wie wir es bisher betrieben haben, mit ehrenamtlichen Mitgliedern, dann kann das Ganze nur funktionieren, wenn massive Unterstützung aus dem öffentlichen Raum dazukommt. Indem nämlich wir unsere Berichte machen, unsere Jahresberichte machen, unsere Standards aufstellen und all diejenigen, die zuständig sind, in welcher Art auch immer, in ihren eigenen Bereichen diese Vorschläge umsetzen und die Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte von sich aus versuchen zu beseitigen. Wenn jede Behörde, die irgendwo eine bestimmte Zuständigkeit hat, von sich aus in allen Einrichtungen, die ihnen untersteht, auf die Bemerkungen, auf die Anmerkungen schauen würde, die wir gemacht haben, dann bräuchten wir möglicherweise nicht mehr Mitglieder. Zumal, das muss man sagen, eine Zahl von, wenn wir die Bundesstelle dazu rechnen, das sind 2 Mitglieder, insgesamt 10 Mitglieder, in einem Bereich, der ausschließlich ehrenamtlichen Mitgliedern besteht und ehrenamtlich geleitet wird. Wenn man eine solche Zahl verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen wollte, und dann ist man zwar nicht mehr bei 176, aber immer noch in fürchterlich langen Abständen, dann wird das kaum noch zu führen sein. Dann müsste man überlegen, ob man das Ganze nicht in eine andere Struktur überführt, indem man eine wirkliche Behörde einrichtet und dort mit hauptamtlichen Mitarbeitern das Ganze macht. Dann hätte man auch Möglichkeiten, anders als das im Augenblick möglich wäre, darauf zu achten, dass bestimmte Vorgaben beachtet werden, wenn jetzt jedes einzelne Mitglied unabhängig ist, auch unabhängig Forderungen aufstellen könnte, die möglicherweise den Forderungen an anderer Stelle widersprechen und damit das ganze System ins Wackeln bringen würden, dann wäre die Durchschlagskraft noch sehr viel geringer. Also entweder ehrenamtlich lassen, dann muss es eine überschaubare Zahl von Mitgliedern sein, dann brauchen wir aber unbedingt die Unterstützung im öffentlichen Raum, oder aber es wird eine Behörde und da müsste man dann deutlich mehr Mitarbeiter reinsetzen, die aber dann auch mit der Behördenstruktur dann ihre Aufgabe erfüllen. Ich will noch ein Beispiel bringen. Wir tun es im Augenblick ganz fürchterlich schwer damit, in all den Bereichen, wo es Private gibt, die tätig sind, sprich im Bereich der Alten- und Pflegeheime, im Bereich der Kliniken. In all diesen Bereichen dürfen wir bei unseren Besuchsberichten nicht dazu schreiben, wer es gewesen ist. Das heißt, der betroffene Betreiber sieht sich auch nicht in der Notwendigkeit, irgendwas zu ändern, weil sowieso niemand weiß. Und das ist das, was wir immer wieder sehen. Wir machen Besuche, weil es uns eigenartig vorgekommen ist, nach einem Jahr einen Nachfolgebesuch und stellen nicht nur einmal fest, es hat sich absolut gar nichts geändert. Und die Aufsichtsbehörde hat es offenbar auch nicht interessiert.
Wenn die Aufsichtsbehörde mit unseren Erkenntnissen mal nachfragen würde und darauf dringt, dass Änderungen vorgenommen werden, dann würde das mit Sicherheit was bringen können. Dazu bräuchten wir aber ein Gesetz, was uns erlaubt, dass wir die Namen bekannt geben. Das haben wir bisher nicht. Das wäre ein Schrittchen zu dieser Anfangsfrage, was könnte man gesetzgeberisch machen? Herzlichen Dank. Dann hat als Nächster das Wort Herr Brandt. Ja, vielen Dank. Meine Fragen gehen an Herrn Krennerich. Erstmal vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Sie haben darin ja dargelegt, dass die Abschottungspolitik der Bundesregierung, die auf Migrationsabwehr und Externalisierung des Asylrechts setzt, vielfach nicht mit den von Deutschland eingegangenen Menschenrechtsverpflichtungen in Einklang zu bringen sind. Vielmehr stellt die Flucht- und Migrationspolitik der Bundesregierung teilweise einen offenen Bruch mit dem Völkerrecht und EU-Recht dar. Wo sehen Sie entlang verschiedener Routen von Menschen, die fliehen müssen, die größten menschenrechtlichen Problemfelder in Bezug auf Flucht- und Migrationspolitik direkt der Bundesregierung? Was muss die Bundesregierung Ihrer Meinung nach schwerpunktmäßig machen, um eine menschenrechtskonforme Flucht- und Migrationspolitik entlang der Fluchtroute zu gewährleisten? Und vor allem, was kann die Bundesregierung dort machen? Wie beurteilen Sie die Politik der Bundesregierung und der EU an den europäischen Außengrenzen aus menschenrechtlicher Perspektive, Stichworte vor allem Mittelmeer und gerade ja sehr aktuell die ganze Situation Libyen, Ausbildung libyscher Küstenwache. Immerhin wurde die EU diese Woche von einer Gruppe von Anwälten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sogar angeklagt. Das andere Thema, wir haben es schon ein bisschen besprochen, ganze Thema MenschenrechtsverteidigerInnen. Die Räume, für die werden immer enger. Wir sehen das eben auch. Um zum Thema vorher, was ich gerade angesprochen habe, zurückzukommen auf dem Mittelmeer, die zivile Seenotrettung. Einiges haben wir schon gehört, aber was können Sie uns vielleicht noch mitgeben, was in dem Bereich die Bundesregierung tun könnte, um Menschenrechtsverteidigerinnen besser zu schützen? Und am Ende, Sie haben am Anfang gesagt, eigentlich bräuchte es in diesen Zeiten, wo die Menschenrechte so stark unter Druck geraten, eigentlich eine viel größer angelegte Strategie, um Menschenrechte zu schützen. Nun ist es nicht Ihre Aufgabe, quasi die Bundesregierung da genau vorzugeben, was sie dort zu tun hat. Aber vielleicht können Sie uns doch noch einige Hinweise dazu geben, wie so eine Strategie denn komplexer und größer aussehen könnte. Herzlichen Dank, Herr Krennerich. Sie haben das Wort. Die Zeit läuft. Die menschenrechtlichen Problemfelder, wenn man jetzt mal an der Route der Geflüchteten folgend, das habe ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, kann man sagen, das sind zum einen die Zusammenarbeit mit menschenrechtsverletzenden Regimen bei der Migrationskontrolle außerhalb Europas. Das ist natürlich eine Problematik. Dann weiterhin die Behinderung und die weitergehende Außerkraftsetzung der Seenotrettung auf dem Mittelmeer, eine weitere Problematik. Das Unterlaufen des durchaus umstrittenen manchmal, aber ich würde sagen, des Rechts auf Zugang zu einem Asylverfahren an einigen europäischen Außengrenzen und die Missachtung des Refoulementverbots ist eine weitere Problematik. Dann die Verfahrensgarantien und die Behandlung von Geflüchteten in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Dann die umstrittene Rückführung in Dublin-Staaten, in denen systemische Mängel bei der Unterbringung, Versorgung und bei den Asylverfahren herrschen. Und dann die Abschiebung in Drittstaaten, in denen die Sicherheitslage prekär ist, wie beispielsweise Afghanistan. Welche der Probleme man jetzt als gravierendste betrachtet, hängt natürlich ganz stark von der Perspektive ab oder der jeweils Betroffenen, wo man sich gerade befindet auf der Route. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele kleine Stellschrauben, an denen man arbeiten könnte. Vielleicht ist da hier die große Frage wichtig, nämlich ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme dafür plädiert, dass sich die Bundesrepublik Deutschland deutlich zu legalen Zugangsmöglichkeiten in den Bereichen Flucht und Asyl, also beispielsweise über Resettlement und humanitäre Visa, sowie auch in den Bereichen, wenn man jetzt die Migration denkt, Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Ausbildung und in Bezug auf die Familienmigration bekennt, dass sie diese erweitert und auch europäisch koordiniert. Ich glaube, das ist sozusagen die Perspektive, die hinten dran stehen muss, abgesehen von den vielen Details, auf die ich jetzt eingehen müsste, wenn ich auf die Probleme eingehe. Die Krise der europäischen Flüchtlingspolitik böte ja eigentlich die Möglichkeit, dass wir jetzt noch mal ganz grundlegend uns über Asyl und Flüchtlinge und Migrationspolitik ernsthaft Gedanken machen, über Resettlement und entsprechende humanitäre Aufnahmeprogramme. Aber es wird keine grundlegende Reform der
gemeinsamen europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik geben, schon gar nicht zugunsten der Geflüchteten. Also Mangel anderweitigen Konsens wird ja auch die Dublin-Regelung nicht überwunden werden. Insofern muss Deutschland eben das tun, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann auch tun kann in Bezug auf die bezogenen Felder. Ich habe nicht den Eindruck, was die Menschenrechtsverteidiger angeht, Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen, vielen Dank, dass das sich viel getan hat seit der letzten Anhörung, die es zu diesem Thema gab, September 2016, wo ich auch Sachverständiger war. Markus Begu hat auf die EU-Leitlinien hingewiesen, die es umzusetzen gilt. Nach wie vor hängt es sehr stark von den Persönlichkeiten in den Botschaften ab, inwieweit es umgesetzt wird. Es ist ganz wichtig, dass wir die Kapazitäten stärken, dass diese Leitlinien bekannt sind, dass auch die Menschenrechte bekannt sind in den Botschaften und stark gefördert werden. Und die Maßnahmen, die dann zum Schutz von Menschenrechtenverteidiger zu ergreifen sind, die wurden ja zum Teil auch schon dort in diesen Leitlinien formuliert, nämlich eine stärkere Kontaktpflege mit Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen, gerade auch in abgelegenen Regionen, eine verstärkte Anerkennung von diesen Personen und gezielte Gegenmaßnahmen gegen Diffamierungskampagnen in vielen Ländern, eine enge Abstimmung mit der Lageeinschätzung etwaiger Maßnahmen mit den Betroffenen und mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, abgestimmtes Handeln zwischen den jeweiligen EU-Staaten. Zum Teil gibt es ja Menschenrechtsstrategien, die müssen natürlich auch angewandt werden. Frühzeitiges Handeln, nicht nur, wenn dann die Repression erfolgt, sondern auch schon bei administrativen Einschränkungen und gesetzlichen Einschränkungen der NGO-Gesetze hast du auch darauf hingewiesen. Und auch schon auf die Schutzprogramme wurde hingewiesen von Christian Mier. Das alles sind Dinge, die man sozusagen vorantreiben kann mit sehr viel Engagement. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier diese Leitlinien dann auch umsetzen. Ein letzter Punkt zur Strategie, das ist angesprochen worden. Wir müssen auch strategisch denken und wir müssen neue Partner suchen, wenn wir einen menschenrechtlichen Multilateralismus vorantreiben wollen. Sie haben jetzt einige Länder genannt, Herr Delus. Ich würde noch einige aus dem globalen Süden nennen, die dazugehören. Ne? Auch dann mal Südafrika reinnehmen. Brasilien ist jetzt leider draußen aus der ganzen Sache. Das heißt, wir haben auch im globalen Süden eine Reihe von Staaten, mit denen wir auch in den internationalen Menschenrechtsinstitutionen eine gute Menschenrechtspolitik vorantreiben können. Strategisch nutzen und für unsere Belange. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Herr Gehring das Wort. Ja, vielen Dank. Herrn Beko möchte ich erstens fragen zum Menschenrechten im Inland. Wie bewerten Sie die Aktivitäten der Bundesregierung gegen alle Formen von Rassismus und allen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also von Homophobie bis Islamophobie? Und wie bewerten Sie auch den Stellenwert und Substanz des Kapitels im Bericht der Bundesregierung? Angesichts der Kritik am Deutschland im Rahmen des UPR-Verfahrens und auch unserer deutschen Antidiskriminierungsgesetzgebung finde ich das Kapitel lückenhaft und unzureichend. Da finde ich Ihre Einschätzung spannend. Sie haben bei der Länderauswahl EU-Länder angesprochen, die Rechtsstaatsgrundsätze und Grundrechte verletzen. Wie müsste eigentlich Ihrer Seite aus bestehende EU-Instrumente weiterentwickelt werden, um dann eben auch wirksam gegen Verstöße von europäischen Rechtsstaatsprinzipien auch besser vorzugehen, die womöglich auch zu sanktionieren. Welche Ideen haben Sie dort? Dann möchte ich Herrn Krennerich noch fragen, inwieweit die Bundesregierung derzeit ihren Vorsatz, Menschenrechte und Menschenrechtsinstitutionen wie das VN-Hochkommissariat und den Menschenrechtsrat zu stärken, gerecht wird und vor allem, was man tun kann, um die fortschreitende Unterfinanzierung einzelner Menschenrechtsinstitutionen und Vertragsmechanismen entgegenzuwirken. Auch noch mal zum Thema letztlich menschenrechtsbasierter Multilateralismus. Und die zweite Frage an Sie, die Länderauswahl im Bericht im Kapitel Teil C2. Wie könnte man die aus Ihrer Sicht eigentlich systematisieren und auch besser machen, damit wirklich auf die eklatantesten Menschenrechtsverletzungen hingewiesen wird? Herzlichen Dank, Herr Beko. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich hatte es kurz erwähnt, der Bericht ist vorwiegend deskriptiver nach Natur. Und wenn wir auf den Bereich schauen von Gewalt aufgrund von Zugehörigkeit zu Gruppen, auch Gewalt gegen
bestimmte Personengruppen und auch rassistische Gewalt, dann stellen wir fest, dass es zwar Ansätze gegeben hat aus den unterschiedlichen Erfahrungen, unter anderem auch im Rahmen der NSU-Untersuchungsausschüsse Ansätze zu identifizieren, aber dass die Umsetzung auch im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus weit hinter den Notwendigkeiten zurückbleibt. Wir sehen weiter hohe Zahlen. Wir finden hier auch wenig Ansätze hierzu, das nochmal zu hinterfragen und entsprechend systematisch anzugehen. Wir können auch weiter davon ausgehen, dass aufgrund fehlender unabhängiger sowohl Meldemechanismen wie auch Untersuchungsmechanismen die Zahlen bei unterschiedlichen betroffenen Gruppen auch weitaus höher sind. Frau Hauser hat ja auch einige Hinweise darauf gegeben. Insofern im Übrigen ganz kurz zum UPA und zu den verschiedenen Empfehlungen ist ja im Bericht auch, man kann da sicherlich auf den anderen verweisen, aber es ist schon, denke ich, auch festzuhalten, wie wenig entsprechende Empfehlungen aus dem UPA-Prozess überhaupt übersetzt wurden in die verschiedenen menschenrechtlichen Politikfelder, die im Bericht abgebildet werden. Insofern ist doch die Frage, wir haben, glaube ich, gute Ansätze gesehen im Hinblick auf das Justizwesen und Sensibilisierung und Fortbildung in den Bereichen. Wir sehen weiterhin, dass bei beispielsweise Bereichen von Racial Profiling im Bereich der Bundespolizei, aber auch der Landespolizei sehr unterschiedliche weitere Vorgehensweisen gibt. Hier ist dringender Handlungsbedarf weiter gegeben, wie auch insgesamt auch einer entsprechenden über alle Bereiche Adressierung sowohl von Identifizierung, von Diskriminierung, aber insbesondere der Prävention. Ich glaube, das wird gerade auch vor dem Zusammenhang der Verrohung einiger Debatten und auch insgesamt der Infragestellung des Gleichheitsprinzips eine der wesentlichen Herausforderungen der nächsten Jahre werden für das Zusammenleben auch in einer offenen Gesellschaft. Zu den EU-Instrumentarien. Ich glaube, es ist gut und wichtig, dass die Bundesregierung im Rahmen der Artikel 7-Verfahren immer wieder Position bezogen hat und auch versucht hat, andere EU-Länder hier entsprechend zu gewinnen. Hier ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit vor den veränderten Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene die Ratspräsidentschaft 2020 genutzt werden kann zu einer Stärkung der EU-Grundsätze und auch entsprechender Maßnahmen. Ich glaube, es wird nicht gelingen, auch nach innen gerichtete, menschenrechtskonformes Europa zu sichern, wenn wir nicht alle Politikbereiche im europäischen Bereich dann auch mit Mindestanforderungen für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards verpflichtend verbinden können. Das ist natürlich ein sehr dickes Brett. Aber das wird es brauchen und geht ja im Prinzip auch einher mit all den anderen Ansatzpunkten, über die wir vorhin gesprochen haben, dass multilaterales Agieren streng regelkonform ausgerichtet sein muss. Und insofern werden wir auch über finanzielle Sanktionen sprechen müssen. Aber ich denke, das ist hier die Frage, ob die EU-Ratspräsidentschaft hier schon einen Rahmen bilden kann und die Bundesregierung hier entsprechende Impulse setzen kann. Herzlichen Dank. Herr Krennerich, dann haben Sie das Wort. Ja, der Menschenrechtsrat ist bei aller Kritik ein sehr wichtiges Organ. Und natürlich ist es dramatisch, wenn insbesondere auch dann die Sonderberichterstattung und auch letztendlich sogar die Menschenrechtsvertragsorgane inzwischen unterfinanziert sind. Also zum Teil haben wir beispielsweise der Kinderrechtsausschuss, habe ich gehört, kann nicht mehr 3, sondern noch 2 Sitzungen durchführen lassen. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Ich meine, Deutschland ist relativ gut dabei, was die Finanzierung an Vereinten Nationen angeht. Das müssen wir auch sehr hochhalten, glaube ich. Ich habe jetzt nicht die Zahlen vorliegen, aber die deutsche Unterstützung für den institutionellen Unterbau der Vereinten Nationen ist ja
gut, wie man darüber hinaus werben kann, dass noch die anderen Staaten ihren da mitfinanzieren. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Das muss man dann mit dem Hochkommissariat gemeinsam eine Strategie entwickeln. Wichtig scheint mir aber zu sein, dass man erkennt, dass der Menschenrechtsrat von großer Bedeutung ist. Und ich sehe so eine kleine Gefahr jetzt. Ich meine, Deutschland ist ja immer wieder im Menschenrechtsrat, ist jetzt nicht mehr drin. Jetzt sind wir im Sicherheitsrat. Ich hoffe nicht, dass sich sozusagen die Politik jetzt sozusagen sehr stark auf den Sicherheitsrat konzentriert, der ja eigentlich kein eigentliches Menschenrechtsorgan ist, sondern dass wir weiterhin den Menschenrechtsrat doch sehr stark auch mitarbeiten letztendlich und diesen fördern, und weil er einfach von sehr großer Bedeutung für den multilateralen Menschenrechtsschutz ist. Und da ist es vielleicht auch wichtig, dass man, wenn es jetzt schwieriger ist, dass die EU mit einer Stimme spricht, dass vielleicht auch diejenigen, die menschenrechtsfreundlich sind in der EU, dies dann auch lautstark tun und sich zusammenschließen und wie gesagt auch globale Bündnispartner suchen über die EU hinaus. Was die Länderauswahl betrifft bei dem Bericht, ich hatte in meiner Stellungnahme dafür plädiert, dass vielleicht vor dem außenpolitischen Teil oder auch dem innenpolitischen Teil vielleicht auch eine Analyse stattfindet, was eigentlich die wichtigen Herausforderungen sind, was die krisenhafte Entwicklung sind, wie man dann strategisch damit umgeht. Und ich würde auch den Länderteil in Funktion ein Stück weit davon stellen, dass ich mir nämlich genau dann überlege, dass die Länder, die hier relevant sind in dieser Analyse und vielleicht auch in der Strategie, die ich anwende, dass die im Länderteil natürlich auch auftauchen müssen. Und ähnlich gilt es dann auch, was den Menschenrechtsaktionsplan angeht, weil das sind ja zum Teil auch inhaltliche Überlegungen, mit welchen Themenfeldern das man zu tun hat. Und auch dahingehend natürlich eine Rückkopplung passiert an das, was hier im Länderteil beschrieben wird. Also insofern erwarte ich ein bisschen mehr einen Gesamtguss bei diesem Bericht, der dann vielleicht den Länderteil auch rückbindet an solche analytischen, kritisch-analytischen und strategischen Überlegungen, die sich im Bericht dann selbst vorher entfaltet wurden. Insofern vielleicht dann auch noch mal ein Satz zu diesem Aktionsplan, der ja halt eben bisher doch ein Schattendasein fristet. Ich denke, dass man den doch etwas stärker in Geltung bringen kann, wenn man ihn stärker auch zur Diskussion stellt, verbunden mit den Analysen, die man vorher erstellt hat, weil er wird eigentlich, ich weiß nicht, ob er im Parlament zur Kenntnis genommen wird, in der Zivilgesellschaft spielt er keine große Rolle. Und das ist eigentlich schade, ne? Weil so eine Aktion. Ja. Herzlichen Dank. Dann gehen wir in die dritte Runde und zunächst hat. Oh, ich glaube, Sie müssten Ihre Mikro. Perfekt. Dann hat zunächst Herr Brandt das Wort. Ich würde Sie jetzt bitten, wirklich sich versuchen, an die 2 Minuten zu halten. Herzlichen Dank, Herr Delius. Meine Frage, die ich nochmal aufrufen will: Welche Rolle kann das Deutsche Institut für Menschenrechte bei den länderübergreifenden Themen, Herausforderungen, Shrinking Space, Presse, Meinungsfreiheit im Konzert mit anderen nationalen Menschenrechtsinstituten spielen? Meine zweite Frage, die ich stellen will, ist, ich fand die Hinweise sehr spannend über Veränderungen. Ich denke, darüber sollte auch in der Koalition dann gesprochen werden, wie man im nächsten Menschenrechtsbericht besser machen kann, um Handlungsfelder aufzuzeigen. Will an der Stelle aber auch ein herzliches Dankeschön sagen an viele, viele Engagierte im Auswärtigen Amt, in den Auslandsbotschaften, auch im Kanzleramt, im BMZ. Das muss auch einfach einmal gesagt werden und nicht nur so dahingesagt werden, sondern da sind so viele mit Engagement dabei. Wir haben in diesem Menschenrechtsbericht etwas versucht, was gar nicht aufgefallen ist, nämlich ein Schwerpunktthema, ein sogenanntes Brennpunktthema dort erstmals zu etablieren. Wir hatten aber ehrlich gesagt eine andere Intention. Es sollte ein bisschen Dynamik reinbringen. Es sollte nämlich erstens ein paar Fakten, das ist zum Thema Organspende aus unserer Sicht nicht sehr substanziell und vor allen Dingen nicht der Blick nach vorne. Was ist eigentlich jetzt die Handlungsoption daraus? Und da würde mich interessieren, lieber Herr Delius, wie Sie das einschätzen, ob man dieses Brennpunktthema ausbauen kann. Und Sie sind China-Experte. Es geht hier um die weltweite Probleme des illegalen Organhandels und den damit verbundenen eklatanten Menschenrechtsverletzungen, so heißt das Ding. Wie Sie das einschätzen inhaltlich? Danke. Ich habe 2 Fragen an Herrn Beko. Sie haben am Anfang, waren ja auch der Erste, gesagt, der Umgang mit rassistischen Straftaten in Deutschland haben Sie angemahnt. Wie stellen Sie sich das vor? Wie sollte sich dieser Umgang verbessern? Sie sind ein bisschen kurz darauf eingegangen.
Und das Zweite ist die Einschätzung von Herrn Maaßens Bestrebung im Gender-Based Violence-Bereich, was er in der UN jetzt gerade als unsere Stimme tut. Herzlichen Dank. Dann hat Herr Delius das Wort. Ja, natürlich kann das Deutsche Institut für Menschenrechte eine größere Rolle spielen, wie ich denke, auch alle Nichtregierungsorganisationen eigentlich eine größere Rolle spielen sollten bei diesem Bericht, bei der Zusammentragung der Erkenntnisse für den Bericht. Es gibt ja andere Staaten, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die USA anschaut, wo regelmäßig ja auch hier NGOs in Deutschland sogar von US-amerikanischen Stellen befragt werden nach ihrer Einschätzung der Menschenrechtslage, sei es in bestimmten Staaten oder zu bestimmten strukturellen Problemen. Und da sehen wir schon noch viel Spielraum, dass man das stärker berücksichtigen könnte bei der Erstellung so eines Berichts. Was das Deutsche Institut für Menschenrechte angeht, wir sehen vor allen Dingen das Problem bei der Kohärenz der Politik. Und wir sehen nicht so sehr in der Analyse das Problem. Die Analyse ist häufig schon durchaus so, dass wir die teilen, dass NGOs im Auswärtigen Amt oder im Bundeskanzleramt oder wo wir auch sitzen, zu ähnlichen Einschätzungen kommen. Nur in der Umsetzung sehen wir die große Schwierigkeit, wo es da einfach nicht die Kohärenz gibt. Und insofern weiß ich nicht, inwieweit es sonderlich hilfreich wäre oder sagen wir, inwieweit da das Institut für Menschenrechte viel Impulse geben kann, was jetzt die EU-weite Umsetzung angeht. Wir haben es da noch mal mit ganz anderen Problemen zu tun. Und wir haben auch auf der EU-Seite, ehrlich gesagt, eine sehr starke Zurückhaltung immer wieder, wo wir den Eindruck haben, dass da wirtschaftliche Denkensweisen und Argumentationen noch größeren Einfluss auf außenpolitische Entscheidungen haben, als es hier im nationalen Rahmen zu bemerken ist. Und insofern für uns sich die Frage stellt, ist es wirklich ein Problem der Expertise oder ist es ein Problem der politischen Willensentscheidung? Und für uns ist es das Letztere. Es fehlt einfach am politischen Willen häufig, da eine Priorisierung von Menschenrechten, von Demokratisierung vorzunehmen. Und klar, es ist immer gut, wenn es noch einen Player mehr gibt, der argumentativ auch nochmal Positionen der Zivilgesellschaft untermauert und das dann auch so aufbereitet für Politik präsentiert, dass es gleich in Entscheidungen einfließen kann. Aber grundsätzlich ist es das Problem des mangelnden politischen Willens. Und da wird auch ein weiterer Think Tank nicht viel dran ändern können. Herzlichen Dank. Dann hat das Wort Herr Beko. Danke. Also schaut man auf den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und der sich ja auch entsprechend im Bericht wiederfindet, dann ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass es einen gibt. Und es ist wichtig, dass er auch unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erarbeitet wurde und damit auch Themen wie Homo- und Transphobie eine ausreichende Berücksichtigung gefunden haben. Aber auch für den nationalen Aktionsplan gilt, dass er sehr deskriptiv bleibt. Ja, wir haben den überwiegenden Teil, weit über 90 Seiten, beschäftigt sich mit den verschiedenen Phänomenen von Diskriminierung, Rassismus. Das ist gut und wichtig zum Erkennen. Aber selbst die Seiten mit den Maßnahmen und Vorhaben bleiben aus unserer Sicht eher vage und deskriptiv. Ich denke, wenn wir auf diese Ebenen auch gucken, erkennen, ja, erkennen und erfassen, so ist es so, dass aus der institutionellen Perspektive es hier Fortschritte gegeben hat. Aber das sicherlich auch hier noch daran fehlt, entsprechend hier auch eine betroffenen Perspektive ausreichend zu berücksichtigen. Es fehlt eine Verstetigung über eine entsprechende Verlaufsstatistik und insbesondere dann auch im Bereich der Strafverfolgung und auch weitergehender Maßnahmen fehlt sowohl die Erhebung, aber auch dann entsprechenden Maßnahmenkatalog, um hier auch signifikante Verbesserungen auch bei der Strafverfolgung zu erzielen.
Ich hatte es eben genannt, Aus- und Fortbildung bei Polizei, Justiz und Verwaltung hat es insbesondere aufgrund der Empfehlungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss einige Verbesserungen gegeben, insbesondere im Justizbereich. Aber hier bleibt insbesondere in anderen Verwaltungsbereichen und der Polizei und insbesondere der Bundespolizei, ich glaube, wir haben im Kontakt mit vielen Landespolizeien eine erhebliche Sensibilisierung auch und auch den Willen, den politischen Willen, damit umzugehen und auch einige Best-Practice-Beispiele. Aber ich glaube, gerade hier auf Ebene der Bundespolizei ist hier noch Luft nach oben. Ich hatte es eben erwähnt, was weiterhin fehlt im Nationalen Aktionsplan, um sicherzustellen, dass wir bundesweit unabhängige Beschwerdestellen für Betroffene haben und die entsprechend nicht nur Hilfestellung leisten können, sondern auch weitergehende Schritte ermöglichen. Das beinhaltet auch, dass die Fehlerkultur in Verwaltung und Behörden einen entsprechenden Rahmen findet. Und ich glaube auch bei dem Thema, und wir hätten uns gewünscht, dass es nochmal auch im Nachgang zu den NSU-Thematik unabhängige Untersuchungen zu institutionellem Rassismus und Diskriminierung gibt. Das ist bislang nicht der Fall gewesen. Ich glaube, es braucht da hier nochmal auch eine Auseinandersetzung davon, wie wir sicherstellen können, dass wir das Gleichheitsprinzip und den Schutz vor Diskriminierung hier auch im verwaltungs- und behördlichen und staatlichen Handeln stärker verankern können. Herzlichen Dank. Ja? Kurze Einschätzung von Herrn Maaßens Engagement in der UN. Bitte in der Westwaldbahn. Nicht Facebook-mäßig so oder so, sondern. Auch an Herrn Beko, ist das richtig? Oder? Ja. Gut. Also, ich denke, Amnesty, wie auch ich persönlich, versuchen uns zu Sachverhalten zu äußern, die wir, wo wir einen gewissen Grad von Verstehen als Grundlage haben und auch der, eine entsprechende Einordnung. Ich kann das leider hier zu dem Vorgang nicht leisten. Als nächster hat das Wort Herr Braun. Ja, schönen Dank an die Experten für die Antworten zur zweiten Runde und jetzt auch gerade von Herrn Beko das Eingeständnis, dass man eben auch nicht alles beantworten kann, finde ich sehr sympathisch. Das insofern. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Ley. Sie sprachen vorhin von der bevorstehenden Libanonisierung Deutschlands und Europas. Was meinen Sie mit diesem Begriff Libanonisierung? Was können wir uns darunter vorstellen? Immerhin galt der Libanon ja mal als die sogenannte Schweiz des Nahen Ostens, lange ist her. Wir haben in Kairo besucht, wir haben viele besucht mit unserem Ausschuss in der Reise, die auf Antrag auch unserer Fraktion stattgefunden hat. War ein interessanter Besuch, auch den Führer des sunnitischen Islam oder man kann sagen den geistigen Führer, den Großscheich der Al-Azhar-Universität. Und der hat dort die Kairoer Erklärung der Menschenrechte verteidigt und hat den islamischen Begriff der Menschenrechte noch mal hervorgehoben auf meine konkrete Frage hin, dass es unter dem Vorbehalt der Scharia natürlich nur Menschenrechte im Islam geben könnte. Herr Ley, was heißt das im Ergebnis? Und als letzte Bemerkung möchte ich mich hier mal wirklich dagegen aussprechen, dass wir hier Kampfbegriffe von Diktaturen wie das Ayatollah Khomeini benutzen. Islamophobie ist ein Begriff, der von Ayatollah Khomeini bekannt gemacht wurde, um jegliche Kritik an seiner Terrorherrschaft zu unterbinden. Und ich finde es extrem belastend und nervtötend, hier diese Formeln zu benutzen, um hier einfach Verbrechen im Namen des Islam zu beschönigen und zu verharmlosen. Das gehört eigentlich nicht. Das ist unter der Würde des Menschenrechtsausschusses. Wir wissen ja aber alle, dass Herr Gehring das nicht so meinte, wie Sie es gerade interpretiert haben. Und wir sind ja hier auch alle in der Lage, Herr Braun, wir sind hier alle in der Lage, auch die freie Meinungsäußerung zuzulassen. Das erleben Sie ja auch jetzt. Herr Dr. Ley, Sie haben nämlich jetzt das Wort. Okay. Vier Minuten. Zum Letzten beginnen wir mit der Kairo-Erklärung der Menschenrechte.
Das ist natürlich ein reiner Humbug, weil die Kairoer Erklärung der Menschenrechte geschieht unter dem Vorbehalt der Scharia. Das heißt, Apostaten, Leute, die den Islam verlassen, dürfen getötet werden, Frauen dürfen geschlagen werden. Also alles, was wir kennen aus der Scharia, darf gemacht werden und das Ganze wird dann verkauft unter Menschenrechte. Das ist ein völliger Humbug. Das sind keine Akzeptierung der Menschenrechte, sondern das ist nichts anderes als die Verpackung der Scharia unter dem Mantel sogenannter Menschenrechte. Insofern ist die ganze Diskussion über Menschenrechte im Islam völlig daneben. Es gibt im Islam keine Menschenrechte. Das muss man ganz klar. Es gibt keine Menschenrechte im Sinne der Deklaration der Menschenrechte 1948. Wenn Sie das nicht verstehen, dann tut mir das furchtbar leid. Dann haben Sie keine Ahnung, was Menschenrechte sind. Aber wundert mich nicht. Ja. Großscheich hat es uns gesagt, Herr Brandt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Moment, Herr Dr. Ley hat das Wort. Jetzt kommen wir zur Libanonisierung, zur drohenden Libanonisierung Europas. Nehmen Sie den Libanon in den 60er Jahren, ein reiches Land, mehrheitlich. Jetzt lassen Sie mich bitte ausreden, ja? Okay, Libanon war ein relativ reiches Land, mehrheitlich christlich, kippte innerhalb von 15 Jahren, ich muss es nicht erklären, warum, das darf ich voraussetzen, und seit der Libanon mehrheitlich islamisch-muslimisch ist, ist natürlich ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Es gab eine riesige Fluchtwelle von Christen, Christen wurden verfolgt. Interessanterweise sind auch die Bündnispartner der Muslime dann verfolgt und getötet worden, und das waren die Linken im Libanon. Also vielleicht sollten die Linken in Deutschland auch mal dran denken, was ihnen passieren wird, wenn die Islamisierung durch ist. Aber das nebenbei. Das heißt, diese Entwicklung einer Destabilisierung des Rechtsstaates, einer Destabilisierung der Demokratie. Diese Entwicklung haben wir bei einer weiteren Islamisierung vor uns. Und deshalb warne ich vor einer weiteren Islamisierung, weil wir kennen das Ergebnis einer weiteren Islamisierung und deshalb Stichwort Libanonisierung. Hier wird eine Entwicklung vorgezeichnet, die jeden, der historisch ein bisschen gebildet ist, nachvollziehbar ist. Und wer dies leugnet, soll bitte mal mir zeigen, wo haben wir historische Beispiele einer gelungenen Integration des orthodoxen Islam. Das würde ich gerne mal hören. Wir haben immerhin 1400 Jahre zur Verfügung. Vielleicht nimmt dazu jemand Stellung. Wir haben keine historischen Gesellschaften, wo Multireligiosität funktioniert hat. Und das ist genau das Problem der Naivität, der Ideologie des Multikulturalismus. Es funktioniert nicht mit dem Islam. Und deshalb der Verweis auf den Libanon. Und es wird genauso wenig der Multikulturalismus hier funktionieren wie im Libanon. Ja. Herzlichen Dank. Dann hat als nächstes die Abgeordnete Özus das Wort. Ja, ich möchte nur eine Bemerkung vorab dann doch mal machen, weil das hier so furchtbar lange immer wieder ausgeführt wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, Herr Dr. Ley, dass Sie weder mir als Muslimin noch irgendeinem Muslim hier unterstellen würden, dass wir nicht demokratiekompatibel sind, sondern dass Sie sich selbstverständlich auch dafür aussprechen würden, dass man immer auch unsere Rechte hier verteidigt, als Muslime hier sitzen zu können und ganz normal in diesem Land auch die Freiheitsrechte zu genießen. Ich habe jetzt aber zwei Fragen an Experten, die sich mit unserer Materie befasst haben.
haben. Und zwar einmal an Herrn Beko nochmal. Sie hatten am Anfang die Monitoringverfahren mit Unternehmen ja nochmal angesprochen. Sie hatten gesagt, dass es Zielvereinbarungen geben muss, die noch zu offen sind, also die Regelungen, die noch nicht so richtig da sind. Ich frage mich an der Stelle, mit wem kann das gelingen? Wer sind denn gute Partner? Wir wissen, dass das mit den Vereinten Nationen beispielsweise nicht zufriedenstellend läuft. Das ist ja doch auch eine Kritik, die man immer wieder auch ernst nehmen muss, was sich dort eigentlich abspielt, welche Zerwürfnisse es gibt und was man dort nicht durchsetzt. Also was kann Deutschland tatsächlich tun, um an der Stelle noch ein Stück weit auch mit Unternehmen besser voranzukommen. Ich sage jetzt mal, ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr mit Fluchtursachen intensiv beschäftigen, weil wir, glaube ich, dann das Pferd vielleicht von der anderen Seite noch mal besser aufzäumen könnten. Meine zweite Frage wendet sich an Herrn Mier, und zwar in Bezug auf Pressefreiheit. Sie haben das ja ausgeführt. Ich habe nur folgende Frage. Ich bin im Auswärtigen Ausschuss auch mit der Türkei beschäftigt. Und wenn ich mich mit Journalisten von dort unterhalte, dann sagen die sehr häufig, ja, es ist gut, dass ihr euch natürlich für die Pressefreiheit einsetzt, aber ihr habt nicht immer die Glaubwürdigkeit bei uns. Also wenn ihr sozusagen für unsere Journalisten eintretet, ist das manchmal auch etwas, was von unserer Bevölkerung nicht als glaubwürdig gesehen wird, weil ihr bestimmte Interessen damit verfolgen würdet. Also ich sage es jetzt mal extra im Konjunktiv. Das ist ja etwas, was Ihnen vermutlich in vielen Ländern auch begegnet. Wie würden Sie sich wünschen, soll unser Land, also Deutschland, aber auch die Europäische Union möglicherweise in diesem Fall damit besser umgehen? Vielen Dank, Herr Beko, bitte. Nur noch mal zur Präzisierung, dass ich die Frage richtig verstanden habe, weil Sie sagten, mögliche Partner auf internationaler Ebene im Sinne von anderen Staaten, die an der Lösung beteiligt sind? Staaten oder Institutionen. Ja, okay. Gut, also vielleicht in Kürze noch mal zu dem Monitoring-Verfahren. Unsere Befürchtung ist ja zum einen, dass das laufende Monitoring-Verfahren keine ausreichende und belastbare Grundlage zur wirklichen Beurteilung des Sachstands der Umsetzung von menschenrechtlicher Sorgfalt von Unternehmen bieten wird. Und wie gesagt, die politischen Diskussionen darum zeigen das. Und selbst wenn es diese geben würde, dass insgesamt der Maßstab von 50% zu niedrig ist. Nun ist es natürlich gleichzeitig, schaut man nach Frankreich und sieht da die gesetzlichen Regelungen, sieht man natürlich trotzdem auch, welche Herausforderungen in der praktischen Umsetzung gegeben sind. Und ich glaube, die darf man nicht kleinreden, aber das ist ja auch ein Prozess. Und wir haben ja auch gesehen in anderen Politikbereichen, wie sukzessive hier auch Maßnahmen etabliert werden können. Wenn wir jetzt, und ich will die Frage vielleicht ein bisschen anders aufsetzen, es gibt ja die doch sehr schwierigen Verhandlungen auf internationaler Ebene rund um das Treaty. Gleichzeitig haben wir aber eben auch über die Notwendigkeit von Regulierung im digitalen Bereich gesprochen. Und worüber wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben, ist ein Thema, was sonst ja viele bewegt, ist das Thema des Klimaschutzes und entsprechenden Transformation rund um eine klimakonforme Politik. So, wenn wir davon ausgehen, dass dies ja ganz grundlegende Veränderungen gesellschaftlicher und auch ökonomischer Wechselbeziehungen noch zur Folge hat und wenn wir darüber reden, dass nicht nur jetzt Menschenrechtsverletzungen aufgrund des Klimawandels geschehen und Menschenrechtsschutz brauchen aufgrund des Klimawandels, sondern dass es aus menschenrechtlicher Sicht eine große Herausforderung wird, wenn man, ob man das 1,5-Grad-Ziel erreicht oder nicht, aber wenn man entsprechende systemische Veränderungen vornimmt, die so vorzunehmen, dass sie neben Verteilungsfragen und anderen auch menschenrechtskonform passieren, dann ist das natürlich noch eine große Herausforderung für die internationale Staatengemeinschaft. Und ich denke, es ist wichtig, dass es uns gelingt, die einzelnen Stränge, und dazu gehören auch die Sorgfaltspflichten von Unternehmen, mehr in so einem übergeordneten Kontext zu sehen, dass wir in den großen Fragen Digitalisierung, in den großen Fragen Klimaschutz und damit auch der Verantwortung von wirtschaftlichen Akteuren. Ja, und wir haben ja gerade im Klimaschutz auch gesehen, wie schnell bestimmte Monitoring-Verfahren und auch Schutzmechanismen auch im ökonomischen Bereich zumindest Fortschritte erzielen können. Und
Ich glaube, wenn Sie auf dieses dicke, große internationale Brett schauen, dann müssen wir darüber nachdenken, inwieweit hier vielleicht A, aus der Klimadebatte auch lernen kann, aus der Verantwortung von Unternehmen, wie aber auch hier Ansätze sein können, die sowohl klimaschutzkonform wie auch menschenrechtsschutzkonform Initiativen auf den Weg bringen. Herzlichen Dank. Dann hat das Wort Herr Mier. Ja, danke für die Frage. Also ich kenne diesen Kommentar auch so, habt ihr durchaus auch in einer gewissen Ähnlichkeit gehört. Der bezieht sich ja in erster Linie eigentlich auf das Thema, was heute auch schon mehrfach angesprochen wurde, Kohärenz. Und insofern möchte ich positiv anfangen, sozusagen, und ich glaube mit der Türkei und das auch anknüpfend an das, was Herr Brandt vorhin sagte, sozusagen mit Institutionen. Also ich glaube sozusagen die auf der Ebene der Einzelfälle, bevor ich gleich nochmal zu strukturellen Fragen komme, auf der Ebene Einzelfälle muss ich wirklich sagen, ich kenne keine einzige deutsche Auslandsvertretung, die wirklich so bis an jegliche Grenzen der bürokratischen Kreativität und Flexibilität geht, wie die deutschen Vertretungen in der Türkei. Und da muss man, glaube ich, auch mal an der Stelle, muss ich einfach sagen, ganz dickes Lob aussprechen, sozusagen, dass man versucht, sozusagen wirklich flexibel zu sein, Einzelfällen zu helfen. Das gilt an der Stelle im Übrigen auch für die deutsche Vertretung in Griechenland, wo manche geflüchtet sind, gerade wenn wir über Journalisten reden, wo wir auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sozusagen im Einsatz wirklich für Einzelfälle. Und das gilt eigentlich auch für strukturelle Fragen. Es ist und das gilt auch für das Ansprechen von Einzelfällen auf der politischen Ebene in der Türkei. Also ich glaube, das ist ausnahmslos parteiübergreifend, habe ich den Eindruck, angefangen bei Bundeskanzlerin Merkel bis zu Außenminister Heiko Maas und Wirtschaftsminister Altmaier. Nach unserer Kenntnis nach gibt es dort überall einen sehr starken individuellen Einsatz für Einzelfälle. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung sich im Fall der Türkei, wenn wir zum Beispiel auf den Fall Deniz Yücel zu sprechen kommen, ja auch mit einer Stellungnahme beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sozusagen eingeschaltet. Man hat da, glaube ich, sich gut bemüht. Und das war jetzt alles ganz positiv sozusagen. Und das ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man das zwischendurch auch mal sagt. Aber es betrifft ja letztlich die Frage der Kohärenz. Und das ist halt tatsächlich oft ein Problem. Und deshalb habe ich ja in meiner schriftlichen Stellungnahme einmal auch angesprochen, diese ausgenommen positiven Erfahrungen machen wir nicht mit allen Auslandsvertretungen. Und sozusagen das Beispiel, was wir sozusagen immer besonders nicht gerne anführen, aber oft anführen, weil dort die Erfahrung einfach so wiederholt ausgesprochen negativ ist die deutsche Botschaft in Tiflis, die nicht wegen Georgiern, sondern wegen bedrohten Aserbaidschanerinnen und Aserbaidschanern sozusagen dort immer zum wiederholten Male wir einfach Probleme haben, dass die Bedrohung anerkannt wird und dass anerkannt wird, dass auch in Georgien es Bedrohung für Aserbaidschanern gibt, obwohl nachweislich aserbaidschanische Menschenrechtsverteidiger und Journalisten entführt wurden aus Georgien. Und das sind ermüdende, immer wieder wiederkehrende Diskussionen. Und das führt am Ende sozusagen natürlich zum Kohärenzproblem, dass man sagt, es ist natürlich auch, da macht sich die Bundesregierung angreifbar, wenn man gegenüber der Türkei sozusagen so deutlich und so stark auftritt und an anderen Stellen dann wiederum nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man an der Stelle sagen muss. Und als letzten Punkt noch, und gleichzeitig erlebe ich auch, dass gleichzeitig allerdings wieder die Erwartungen sozusagen an, das hat vorhin, glaube ich, schon Markus Beko kurz einmal angesprochen, die Erwartungen an Deutschland und die Bundesregierung, habe ich wirklich den Eindruck, ich mache diese Arbeit jetzt seit 7 Jahren und ich habe so den Eindruck, die Erwartungen an die Bundesregierung, die wachsen ins Unermessliche mit dem Aufkommen von einem Präsidenten Trump in den USA. Aber das ist bei Menschenrechtsverteidigung und Journalismus, weil es tatsächlich auch negative praktische Erfahrungen gibt. Wir hören insbesondere aus dem arabischen Raum, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Länder, wo traditionell die USA sehr flexibel waren mit Aufnahmeverfahren und dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Und gleichzeitig stehen dann manchmal im Weg sozusagen bürokratische Visumsverfahren deutscherseits, dass man eben entweder erst Asyl hier beantragen kann. Und das hängt sehr stark von den individuellen Personen an, aber bezogen auf die Türkei muss man wirklich sagen, das ist ausnahmslos positiv. Herzlichen Dank, Herr Mier. Dann hat jetzt Frau Bause das Wort. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal Sie, Frau Dr. Hauser, ansprechen. Wir hatten das Stichwort Kohärenz und ich würde es gerne noch mal ganz konkret auf die Situation von Frauen und Mädchen ansprechen, also was die Rechte von Frauen und Mädchen betrifft, wo Sie da eigentlich Widersprüche sehen in der deutschen Außenpolitik. Sie hatten das Beispiel der Jesidinnen genannt und dass sie
gezwungen werden, sich von ihren Kindern zu trennen, die aus Vergewaltigung entstanden sind. Ich würde gerne noch mal das Beispiel Libyen, libysche Küstenwache, Sie dazu fragen, inwieweit die Zusammenarbeit Deutschland mit der libyschen Küstenwache die Rechte von Frauen und Mädchen verletzt. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Die libysche Küstenwache wissen wir durch die Migrationsmanagement-Kooperationen, die hier ja nun schon genügend angesprochen worden sind. Wir werden finanzielle Mittel nach Libyen gegeben, um Polizei, Staatskräfte zu trainieren, die dann auch Menschen abhalten sollen von der Flucht. Diese Menschen, gerade in libyschen, wir müssen sagen, Konzentrationslager, da haben wir nun genügend Menschenrechtsberichte darüber, in welchen Zuständen sich diese Lager befinden. Und ich habe Berichte darüber gelesen, dass also wirklich 100% der Frauen und Mädchen, die sich dort aufhalten, sexualisierte Gewalt erlebt und überlebt haben. Ich denke auch ein sehr, sehr großer Teil von Männern und Jungs, die dort sexualisierte Gewalt erleben. Das ist ja nicht zu verantworten, dass hier eine Kooperation stattfindet mit einem Regime, was mit EU und eben auch deutschen Mitteln ausgestattet wird, um eben eine Sicherheitsarbeit vor Ort zu tun, die die Menschen davon abhält, sich aufs Meer zu begeben, aber sie zurückhält in diesen Lagern, wo sie schwerst traumatisiert sind, zusätzlich zu dem, was sie schon auf ihrem langen Fluchtweg erlebt haben. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen mit dem Anspruch, menschenrechtlich eben auch Frauen unterstützen zu wollen. Ich kann nun ein Stück weit dazu sagen, dass ich Herrn Maas' Anspruch hier durchaus befürworte, dass mit der neuen Resolution im UN-Sicherheitsrat und dem deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat endlich dieses Thema auch von der deutschen Bundesregierungsseite, vom deutschen Auswärtigen Amt priorisiert wird. Darauf haben wir sehr, sehr lange gewartet. Das ist bei seinen Vorgängern ja nicht wirklich der Fall gewesen. Daher begrüßen wir das, dass hier ein klares Credo für Frauenrechte stattfindet, aber bitte nicht um jeden Preis. Ich habe schon vorher ausgeführt, dass aus unserer Sicht diese neue Resolution nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Und es genügend Resolutionen gibt, die eben alle noch nicht umgesetzt worden sind. Und ich glaube, das hat ein Vorredner schon gesagt, wenn der politische Wille fehlt, dann nutzen uns auch nicht wirklich neue Resolutionen. Also hier brauchen wir eine klare Priorisierung, dass diese Themen vorangestellt werden. Und mehr und mehr ist ja das Wort um von der feministischen Außenpolitik, die wir natürlich sehr begrüßen. Wir haben auch mit anderen Organisationen aus der Zivilgesellschaft dazu ein Papier erarbeitet, was ich denke, in ihrer Mappe sich auch befindet. Hier ist ja Margot Wallström, die schwedische Außenministerin, wirklich federführend vorangegangen und hat gezeigt, wie es geht, nämlich eben auch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu unterbinden, weil dort extreme Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen stattfinden. Aber was sich auch ganz klar zeigt, wir können keine feministische Außenpolitik machen, wenn wir nicht auch eine feministische Innenpolitik machen. Und da kommen wir wieder zusammen zu der Istanbul-Konvention, die ich vorher genannt habe. Wir haben ein erschreckendes Ausmaß an sexualisierter Gewalt in Deutschland. Ich habe die Zahlen, ein paar Zahlen vorher genannt. Das muss uns eigentlich alle dazu bewegen, dieses Thema genauso zu priorisieren, wie die Klimakatastrophe einzuhalten. Muss es uns bewegen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungs endlich einzudämmen. Und dazu brauchen wir klar gute Konventionen, gute Pläne. Aber wir brauchen vor allem politischen Willen und eine gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit,
dass das ein prioritäres Thema ist, was so viel Traumatisierungen in unsere Gesellschaft bringt. Und daher müssen wir alles dafür tun, hier präventiv vorzugehen, denn es bringt Zerstörung gegen die Individuen und in die Familien und die ganze Gesellschaft. Und das ist ein Riesenthema, und wo Glaubwürdigkeit nur entsteht, wenn außen und innen zusammenkommen, also auch feministische Innenpolitik, menschenrechtlich und geschlechtergerechte, ausgerichtete Innenpolitik stattfindet. Herzlichen Dank. Wir haben noch eine kurze Nachfrage von der Abgeordneten Nastic. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage an Herrn Miersch richten, gerade im Hinblick auf Meinungsfreiheit oder der Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Der Kollege neben Ihnen, Herr Ley, hat ja vor kurzem noch mit Herrn Strache und anderen illustren Gästen eine Veranstaltung abgehalten, auch mit der Überschrift "Ich bekenne mich zur Intoleranz". Da hier ja auch Referate gehalten wurden zu Meinungsfreiheit und anderem, wie schätzen Sie eigentlich die Entwicklung insbesondere rechtspopulistischer Parteien und den Einfluss auf Meinungsfreiheit ein, auch in solchen Staaten wie Polen, Ungarn und so weiter, auch im Hinblick zum Beispiel auf die in Malta ermordete Journalistin oder auch in der Slowakei? Vielen Dank. Herr Mier. Gut, Malta ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da ist sozusagen ein sozialdemokratischer Premier mutmaßlich zumindest sehr nah in dem Mord verwickelt an Daphne Caruana Galizia. Und ich glaube, das ist ein etwas anderes Muster, wo es sozusagen um sicherlich korrupte Strukturen geht. Allerdings die Frage rechtspopulistischer Parteien in Ländern, die Sie gerade angesprochen haben, wie Polen, Ungarn ist dann Beispiel, auch Österreich. Da sehen wir schon einen Trend, auch eine Tendenz, was wir immer wieder beobachtet haben, dass gerade von rechtspopulistischen Parteien sozusagen eine generelle, grundsätzliche Diffamierung von Medien und Journalistinnen und Journalisten, Begriffe wie Feinde des Volkes, Fake News und so, gebraucht werden, um grundsätzlich die gesellschaftliche Funktion von Journalismus in Frage zu stellen. Und da sehen wir auch, und da ist sozusagen der Begriff Fake News ist ja durch die USA bekannt geworden, sozusagen. Und wir sehen tatsächlich in Ländern, dass tatsächlich es Tendenzen gibt, dass das auch in reale Gewalt am Ende umschlagen kann gegen Journalistinnen und Journalisten. Deutschland sehen wir das auch immer wieder, aber gerade USA sehen wir sozusagen, dass im vergangenen Jahr die Gewalttaten gegen Journalistinnen und Journalisten deutlich gestiegen sind und auch immer wieder Begründungen gesehen haben von den Gewalttaten unter Bezugnahme auf eine Ermutigung. Angefangen beim Präsidenten. Und das sehen wir in vielen Ländern, dass gerade rechtspopulistische sozusagen Diskurse und Parteien schon grundsätzlich eine Bedrohung für Pressefreiheit in unserem menschenrechtlichen Sinne wir sehen. Ja. Herzlichen Dank, Herr Mier. Wir sind am Ende unserer dritten Fragerunde, und ich glaube, das war bis jetzt die effektivste drei Runden, die wir in einer öffentlichen Anhörung zumindest in dieser Legislatur hatten. Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle, vor allen Dingen aber auch an Sie, liebe Sachverständige. Sie haben uns sehr geholfen, auch bei der Einschätzung des 13. Berichts der Bundesregierung über Ihre Menschenrechtspolitik, um vielleicht auch Dinge mitzunehmen für den 14. Bericht. Ich denke auch, dass die Vielzahl der unterschiedlichen Themen, die Sie persönlich bearbeitet haben in Ihren Statements zuvor, aber auch hier heute in der Diskussion, zeigen, dass eben Menschenrechtspolitik eben nicht nur einen außenpolitischen, sondern eben auch einen ganz besonders wichtigen innenpolitischen Fokus haben müssen, damit wir auch als Bundesrepublik glaubwürdig im europäischen, aber auch im darüber hinaus liegenden Ausland sind und weiterhin weltweit einfordern können, dass Menschenrechte universell gelten, unabhängig von Hautfarbe, Rasse und jeglicher Orientierung. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das hier im Ausschuss immer mal wieder betonen. Das bedeutet auch, dass wir unterschiedliche Meinungen zumindest akzeptieren müssen und sie hören müssen, um dann danach darauf einzugehen, wie wir selbst dazu stehen. Das gehört hier auch ins Parlament, das gehört dazu. Aber natürlich müssen sich die jeweiligen Leute auch die Kritik dann gefallen lassen, wenn ihnen widersprochen wird. Das gehört nämlich genauso dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich auch wieder beim Sekretariat, dass die Anhörung so durchgeführt werden konnte, und wünsche allen Sachverständigen einen guten Heimweg und noch eine angenehme und erfolgreiche Woche.